Der Judenreferent im Reichssicherheitshauptamt Adolf Eichmann ist seit Tagen einem unerbittlichen Kreuzverhör unterworfen. Wenn mancher Prozessbeobachter in den ersten Stunden des Kreuzverhörs den berechtigten Eindruck hatte, der Generalstaatsanwalt würde seine Auseinandersetzung mit dem Angeklagten nicht richtig in den Griff bekommen, so muss er heute diese Ansicht revidieren. Generalstaatsanwalt Gideon Hausner ist es gelungen, Adolf Eichmann in die Enge zu treiben. Mit welchen Überraschungen man während dieses Kreuzverhörs rechnen muss, zeigte die 89. Sitzung. Das Publikum, etwa 800 Personen, füllte den Gerichtssaal. Eichmann saß bleich und teilnahmslos in seiner Glaszelle, ohne sich wie gewohnt mit den Akten zu beschäftigen. Um 8.45 Uhr wurde der Gerichtsdiener ins Zimmer der Richter gerufen. Einige Minuten später kam er in den Gerichtssaal zurück und bat Ankläger und Verteidiger zu den Richtern. Etwa eine Viertelstunde später kehrten Hausner und Dr. Servatius zurück. Die Richter erschienen und der Präsident des Gerichtshofes, Moshe Landau, erklärte, dass die Sitzung auf Nachmittag vertagt sei. Wie ich dazu erfahren konnte, war dies bereits das dritte Mal, dass sich Eichmann krank fühlte. Doch hat sich das hartnäckige Gerücht, dass er schwer herzkrank sei, nicht bewahrheitet. Nachdem er sich vormittags ausgeschlafen hatte, erschien Eichmann auf der Nachmittagssitzung völlig erholt. Einem Seiltänzer gleichend versuchte er, den Fragen des Generalstaatsanwalts auszuweichen. Sie erzählten hier eine Erzählung, nach der Ihre Feindschaft zum Judentum begann, nachdem der verstorbene Dr. Weizmann den Krieg an Deutschland erklärte. Wann war diese Erklärung? Das stimmt, ab diesem Augenblick hatte auch ich das Judentum als, möchte ich mal sagen, potenziellen Gegner erkannt und gesehen, der meinem Vaterland gefährlich werden könnte. Diese Erklärung wurde bekannt wenige Tage nach Kriegsausbruch 1939. Und das ist eine, möchte ich mal sagen, verständliche Reaktion eines jeden Menschen, der sein Vaterland liebt. Woher wissen Sie, dass überhaupt so eine Erklärung abgegeben wurde? Von wem hörten Sie das? Sie wurde damals innerhalb des Dienstes bekannt gegeben und wenn ich mich nicht täusche, ist sie auch publiziert worden. Das Letztere weiß ich aber nicht, jedenfalls innerhalb des Dienstes wurde sie bekannt. Und seither sahen Sie in den Juden einen Feind, der zu vernichten sei wie jeder andere Feind? Das Wort vernichten passt nicht, denn einen Feind vernichtet man nicht immer, sondern einen Feind bekämpft man. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit lenken auf, was Sie selbst eigenhändig schrieben, in dem, was bei uns Mappe 17 heißt, auf Seite 734. Wenn Sie wollen, werde ich es Ihnen geben. Das ist auf Seite 734, 735. Die Parole heißt, der Gegner ist zu vernichten. Die Feinde werden vernichtet. Jawohl, ich schrieb hier unter dem Eindruck des Wehe des dem Besiegten, wie ich dies hier angab, die Parole auf beiden Seiten war, die Feinde werden vernichtet. Und das Judentum in aller Welt hatte durch seine Führer, Dr. Chaim Weizmann, dem Deutschen Reich, offensichtlich den Krieg erklärt. Deshalb die Parole ist, die Juden werden vernichtet, nicht wahr? Aber nicht die physische Vernichtung, die Hitler dann befohlen hat. Ist Ihnen eine Vernichtung bekannt, die keine physische Vernichtung ist? Oh ja, unser Kampf, den wir beispielsweise gegen Frankreich führten, gegen England und so weiter, es ist eine Unschädlichmachung des Gegners während der Kriegszeit. Und wenn der Krieg vorbei ist, dann ist jedes feindschaftliche Gefühl wieder beseitigt. Das nennen Sie Vernichtung?
Das nannte man ihm während dem Kriege Vernichtung. Man vernichtete auch England, man vernichtete jeden Feind. In Wahrheit war unter diesem Vernichten war die Unschädlichmachung des Kriegsgegners gemeint, aber nicht die Ausrottung oder physische Vernichtung. Sie stimmen mir zu, dass als einfacher Gegner der Jude in Ihren Augen schon lange vor dem Kriege galt. Als Gegner habe ich ihn persönlich nicht empfunden. Schon deswegen nicht, weil ich durch persönliche Beziehungen und Bindungen hier anders dachte. Aber ich habe gesehen, beeinflusst durch die Umwelt selbstverständlich, dass eine beiderseitige Lösung anzustreben ist. Lassen wir noch die Lösung beiseite. Wir werden noch darauf zurückkommen. Ich meine jetzt Ihr Verhalten zu den Juden. Als Wisliceni Sie am 17. September 1937 als Fachkenner der Organisationsformen und der Weltanschauung des Gegners Judentum empfahl in TAF 55, war das richtig oder unrichtig? Das war nachrichtendienstlich gesehen richtig. Als von Generalstaatsanwalt Hausner die Frage aufgeworfen wurde, wer für die Verdrängung der Juden aus dem öffentlichen Leben Deutschlands zwischen den Jahren 1933 und 1939 verantwortlich sei, entwickelte sich folgender Dialog. Die alsbald einsetzende endgültige Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen Leben des deutschen Volkes, dem alsbald die Zurückdrängung dieses Personenkreises aus allen Lebensgebieten folgte. Ist das richtig? So schreiben Sie selbst. Ich habe es erst in dem Moment gefunden jetzt. Mazzati so tragt beregase. Es ist das, was Sie in Österreich machten. Es ist dies eine Feststellung, aber das besagt nicht, dass ich das veranlasst habe. Das ist das, was Sie schreiben. Lesen Sie. Aber das Nichtbewahrheiten dieser These, im Gegenteil, die alsbald einsetzende endgültige Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen Leben des deutschen Volkes, dem alsbald die Zurückdrängung dieses Personenkreises aus allen Lebensgebieten folgte, veranlasste den Einzeljuden nun plötzlich gewissermaßen panikartig alles einer Auswanderung dienliche von sich aus in die Wege zu leiten. Ist eine Feststellung. Ist das, was Sie gemacht haben, was Sie taten? Nein, durchaus nicht. Nein, ich habe das nicht gemacht. Ich habe ja die Gesetze nicht gemacht. Die Zurückdrängung des Juden aus dem öffentlichen Leben zur Folge hatte. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich habe hier festgestellt, was passiert ist, aber nicht gesagt, dass ich das gemacht hätte. Ich rachta otam lehagira. Aber indem Sie diese Gesetze, die geschaffen wurden, sich dieser Gesetze bedienten zur Auswanderung und indem sie die Juden verdrängten, zwangen sie sie zur Auswanderung. Ich habe keinen Juden zur Auswanderung gezwungen. Das Gegenteil ist der Fall. Der Dr. Löwenherz kam zu mir. Ich wollte eine Antwort. Betrachten Sie Seite 746. Sie rühmen sich, dass Sie die jüdische Auswanderung nach dem System des laufenden Bandes organisiert hätten. Jawohl, das stimmt. Ich bedauere nur, ich muss es wiederholen, dass dies nicht während des gesamten Krieges fortgesetzt und durchgeführt wird. Da waren Sie nach vorn und Ihre Pläne, wie das noch mehr forciert werden kann, das finden wir in TAF 111. Langsam entkapitalisieren. So zum Beispiel, dass die Juden langsam entkapitalisiert werden, damit sie gezwungen werden zur Auswanderung. Nachon? Es stimmt, aber ich bitte um eine Erklärung, die ich dazu abgeben kann. Zu diesem Zwecke brauchen Sie freie Hand für den SD. Nachon? Stimmt das? Ich kann diese Sache nicht aus dem Zusammenhang erklären, denn wenn sie aus dem Zusammenhang herausgerissen wird, entsteht zwangsläufig ein falsches Bild. Ich bitte mir zuerst zu antworten. Zu diesem Zweck braucht man eine freie Hand für den SD und dann können Sie Erklärung geben. Jawohl, das stimmt. Kennen Sie nach Horn? Ach, schafft die Tennisbär. Jetzt können Sie die Erklärung geben. Dieses Material, das heißt dieses Programm, das damals zusammengestellt werden sollte,
für den Chef der Sicherheitspolizei in SD hatte seinen Ausgangspunkt in den Hemmungen, die das Auswärtige Amt einer Auswanderung entgegensetzte. Ich darf erinnern an das Kennedy-Telegramm und ich darf erinnern an die Erklärung des damaligen Staatssekretärs Weizsäcker, der gegen jegliches Kapitaltransfer gewesen ist. Man verlangte nunmehr eine Überlegung, wie die Judenfrage zu lösen sei. Auch ich wurde gefragt als Referent. Ich habe diese Punkte hier aufgeschrieben. Und ich habe auch aufgeschrieben, dass mit Hilfe von Stapo-Maßnahmen diese Sache nur durchzuführen sei. Stapo-Maßnahmen um jene Zeit bedeuteten Ausrichtung auf die SD-Linie. Die SD-Linie aber hieß Auswanderung. Und einige Monate später konnte ich das in Wien praktizieren. Die Stapo-Linie, die alte Stapo-Linie hieß zerschlagen, versiegeln, einsperren. Und die SD-Linie jener Zeit hieß aufbauen und das Gegenteil von einsperren, sondern auswandern lassen. Egal. So ist diese Sache zu verstehen. Ja. Wer war der SD? Heidrich? Um jene Zeit, ja. Was hat er hier kennt? Auf Herrn Heidrich, ja, aber als Schajudim, ja, gut. Da war also Heidrich dafür, dass die Juden auswandern. Heidrich selbst gebar es, glaube ich, nicht einmal. Ja, Oloha, ja. War er dafür oder nicht? Er war dafür, aber er war nicht der Initiator gewesen. Wer war der Initiator? Sie? Ich gehörte mit zu den Initiatoren, jawohl. Ani ben hayeter nimneti im hayozmin. Wie und? Wer noch? Der Vater des Gedankens war eigentlich um jene Zeit ein Untersturmführer von Mildenstein und ein Herr von Bolschwing. Der eine lebte ganz sicherlich eine Zeit lang in Palästina. Ob der andere von Mildenstein in Palästina war, weiß ich nicht. Jedenfalls, das sind gewissermaßen die Vater des Auswanderungsgedanken, wenn ich mal so sagen will. Und es war um jene Zeit von allen Übeln schließlich noch das Beste gewesen. Herr von Mildenstein ist heute in der Bundesrepublik Repräsentant einer bedeutenden amerikanischen Getränkefirma. Aber dies, meine Damen und Herren, nur nebenbei. Als der Generalstaatsanwalt auf die Behauptung Eichmanns zu sprechen kam, er habe während des Krieges mit den jüdischen Instanzen korrekt zusammengearbeitet, sagte Eichmann Folgendes. Ich verweise Sie auf TAP 130, ein Privatbrief, den Sie an Ihren Freund schreiben. Sie schreiben hier in dem dritten Absatz, ich habe Sie hier vollständig in der Hand. Sie trauen sich keinen Schritt, ohne vorherige Rückfrage bei mir zu machen. Und oben im ersten Abschnitt schreiben Sie, jedenfalls habe ich die Herrschaften auf den Tisch auf den Trab gebracht, was du mir glauben kannst. Sie arbeiten derzeit auch schon sehr fleißig. Und das ist die korrekte und ehrliche Zusammenarbeit, Herr Obersturmbannführer. Ja, ehrlich ist sie. Denn man muss unterscheiden zwischen dem Jargon eines Soldaten, der ist immerhin anders wie der Jargon unter Geistlichen oder Mediziner. Unter Soldaten ist er frisch, fröhlich und er ist jedenfalls offen und ehrlich. Und ich habe schließlich die ganzen Sachen aufgebaut und ich habe die Juden aus den Gefängnissen herausgeholt und die jüdischen Funktionäre hatten sehr gerne mit mir zusammengearbeitet. Ich habe nie das Gegenteil gehört. Die Fortsetzung des Kreuzverhörs brachte noch manche Überraschung. Als Beispiel für die Argumentation des Angeklagten, wenn er von Hausner in die Enge getrieben wird, sei folgende Szene hier vor Ihnen ausgebreitet. אתה ביטאת פעם את הרעיון שכל אדם הנמצא במעצר מותר לו לשקר, שזאת זכותו. Was Ihren Wahrheitssinn betrifft, Ihren Sinn zum Sprechen der Wahrheit betrifft, Sie drückten sich einmal aus, dass jeder, der sich in Haft befindet, das Recht habe, die Unwahrheit zu sprechen. Nachon? Ist das richtig? Nur Sinn, sondern Ihr Wahrheitswillen, Ihr Willen, die Wahrheit zu sagen. Okay.
Im Prinzip stimmt das. Ich habe von diesen Prinzipien nie Gebrauch gemacht. Aber Sie glauben daran. Es ist an sich nach der deutschen landläufigen Auffassung gewissermaßen ein ungeschriebenes Recht eines jeden Angeklagten. Jedoch kämpfe ich hier nicht um meinen Kopf oder um meinen Hals. Ich kämpfe darum, dass die Unwahrheit, die sich in 15 langen Jahren auf meine Person abgetrommelt hat, abfällt. Das ist das Einzige, worum ich kämpfe. Und um diese Unwahrheit abzuschütteln, haben Sie sich während 15 Jahren verborgen gehalten. Unter falschem Namen. Jawohl, das habe ich als mein gutes Recht erachtet, denn wenn ich als einzelner, machtloser Mensch in die Lawine der Unwahrheit hineingerate, werde ich zermahlen und zermalmt, ohne dass ich dagegen irgendetwas zu unternehmen in der Lage wäre. Im Zusammenhang mit der berüchtigten Wannsee-Konferenz zitierte der Generalstaatsanwalt einen Brief Heydrichs. Dieser Brief brachte Eichmann völlig aus der Fassung. Und das sehen Sie jetzt. Heydrich schreibt hier, dass zu seiner Freude der Endlösung der Judenfrage von allerseits zugestimmt wurde. Und um jetzt die praktische Durchführung zu besprechen, lädt er einen Vertreter des Auswärtigen Amtes ein und sagt, dass Sie hier sein zuständiger Referent seien. Das ist doch, steht doch klar hier. Das, was hier drin steht, kann ich auch nicht leugnen. Ich muss mich dagegen verwahren, Herr Generalstaatsanwalt, dass mir unterstellt wird, ich sei für die gesamte Endlösung der zuständige Sachbearbeiter. Das stimmt nicht. Sehen Sie, Angeklagter, es ist mir klar, dass Sie alleine nicht 6 Millionen Juden vernichten konnten, dass Sie dass Sie mit anderen zusammenarbeiten mussten, dass Sie Hand in Hand mit anderen Reichsinstanzen arbeiten mussten. Das ist nichts Neues für mich. Aber jetzt beruhigt das nicht. Jetzt frage ich Sie eine einfache Frage, die direkt aus dieser Urkunde zu entnehmen ist. Dass nachdem Heydrich freie Hand bekam, mit Zustimmung aller Reichsstellen in Judenangelegenheiten nach freiem Wollen, freiem Willen zu schalten und zu walten, Sie als sein zuständiger Referent dafür ernannt wurden. Und das steht hier. Nein, Herr Generalstaatsanwalt, das lese ich erstens einmal nicht hier raus und zweitens ist es sachlich völlig unrichtig. Sie waren nicht der Referent Heydrichs. Für die Endlösung der Judenfrage war ich nicht der Referent Heydrichs, nein. Ich war der Referent für Judenfragen unter Müller. Mein zuständiger Referent, Selonachon. Und wenn Heydrich in diesem Brief also schreibt, mein zuständiger Referent, so ist das nicht richtig. Es handelte sich ja hier um die Besprechung am 6. März, die Einladung, es steht sogar das Datum hier dabei. Und was war am 6. März? Am 6. März hatte das Innenministerium, der Referent aus dem Innenministerium zu erklären, was sein Staatssekretär unter Zwangssterilisation und Mischehen sind geschieden, zu verstehen wünscht. Zu dieser Besprechung musste ich die administrativen Formalitäten der Einladung besorgen. Das ist hier gemeint. Und Heydrich teilt dem Unteraußenminister Luther mit, und dass der Staatssekretär. Dem Unterstaatssekretär Luther mit, dass Sie sein Referent zur Verfassung von Einladungen seien. Wollen Sie das damit sagen? Nein, so weit gehe ich gar nicht. Aber, aber Heydrich hat ja mehrere Judenreferenten unter sich gehabt und nicht nur mich. Ulam Le Marotosch und Heydrich. Verteilungsplan. Als Heydrich am 10. Januar 1942 schreibt, Shekol inyanei ha-Yehudim yinohalu al-yedei ha-Mishtara, dass alle Judenangelegenheiten von der Polizei geführt würden, und dass der Sachbearbeiter SS-Sturmbannführer Eichmann sei. Also das bedeutet, dass es sich nicht nur um Einladungen handelt. Auf dieses Dokument habe ich eine einzige Antwort. Warum bearbeitet denn diesen ganzen Fall nicht der zuständige
Dezernent Eichmann, wie hier steht, sondern nach wie vor mit sturer Verbissenheit das Amt 2 der Gruppe A2 und das Dezernat 2. Es muss ja seinen Grund irgendwie haben. Ich habe dazu schon Stellung genommen. Aber ich frage nach dem Briefe Heydrichs. Heydrich kovea po she'ata hincha ha-sachbearbeiter. Heydrich stellt hier fest, dass Sie der Sachbearbeiter seien. Lekol ha-Judenangelegenheit. Für alle Judenangelegenheiten. Und dasselbe Dezernat, das das aufgesetzt hat? Ze'nachon o lo'nachon. Ve'otamach la'kasher al-chazot. Ist das richtig oder nicht? Die Dokumente sagen, dass es nicht richtig ist. Noch eine Fälschung. Das ist keine Fälschung, sondern es ist die Praxis zeigt es, dass sämtliche Angelegenheiten in diesen Sachen vom Dezernat 2A2 behandelt worden ist, trotzdem es mich als den Sachbearbeiter angeht. Schrieb Heydrich diesen Brief oder schrieb er ihn nicht? Heydrich hat das unterschrieben, jawohl. Und er schrieb hier, dass Sie sein Sachbearbeiter für alle Judenangelegenheiten seien. Lügt er oder schrieb er die Wahrheit? Er hat es unterschrieben. Hat er die Wahrheit geschrieben? Er hat zweifellos die Wahrheit geschrieben, aber der es aufgesetzt hat, hat sich nicht dran gehalten. Meine Damen und Herren, ich habe heute zum Abschluss unserer Sendung zwei Kollegen in unser improvisiertes Studio in Jerusalem gebeten, um mit ihnen einige Probleme, die sich aus dem Prozessablauf, aus der Verteidigung, aus dem Kreuzverhör ergeben, zu besprechen. Darf ich Sie bekannt machen? Es ist Herr Joachim Schwelin, Redaktionsmitglied der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und Herr Schwelin berichtet seit dem ersten Tag des Prozesses seiner Zeitung über den Verlauf des Geschehens hier in Jerusalem. Der israelische Kollege ist von der Zeitung Haaretz Redaktionsmitglied und sein Name ist Amos Ben Weret. Nun, ich möchte Sie gleich fragen, Sie haben die Verteidigung von Dr. Servatius gehört. Manchmal schien uns und vor allem den Fernsehzuschauern in Deutschland diese Verteidigung etwas langatmig, monoton, langweilig. Sie haben jetzt im Kontrast dazu das Kreuzverhör, das am Anfang vielleicht etwas schleppend war, aber dann hatte ich den Eindruck, dass Generalstaatsanwalt Gideon Hausner doch versuchte, mit scharfen, präzisen Fragen den Angeklagten Adolf Eichmann so in die Enge zu treiben. Nun, ist das gelungen? Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann, Herr Schwelin? Ich glaube, er hat ihn noch nicht ganz gepackt. Man muss selbstverständlich davon ausgehen, dass der Prozess hier einmal das ganze ungeheuerliche Geschehen der Judenverfolgung, also die Geschichte der Judenverfolgung und Vernichtung, wieder aufleben lässt und dass außerdem der Angeklagte als Person von dem Ankläger in die Enge gedrängt und, wenn möglich, zu einem Schuldbekenntnis getrieben werden soll. Diese beiden Dinge gehen ineinander über und bisher ist aus dem Kreuzverhör des Anklägers noch nicht mit aller Deutlichkeit sichtbar geworden, wo er den Angeklagten festnageln kann und wird. Ja, wie sehen Sie das? Ja, ich bin der gleichen Meinung. Denn schließlich haben wir es ja hier nicht mit einem gewöhnlichen Kriminalfall zu tun, sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter. Und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Ja, ich habe hier, Herr Kollege Ben Weret, aus Kreisen israelischer Journalisten einige Kritik an der Person Hausners gehört. Ich habe zum Beispiel die Meinung gehört, dass Hausner vielleicht sich zu sehr verzettelt, dass er zu wenig präzise ist. Welchen Eindruck haben Sie da? Es ist schwer, darauf zu antworten. Er stellt manchmal ganz präzise Fragen und Eichmann weicht trotzdem aus, indem er nicht auf den Sinn der Frage antwortet, auf den eigentlichen Sinn der Frage, sondern auf ein nebensächliches Wort oder auf einen Ausdruck, der zufällig in der Frage vorkommt. Und ich glaube, es ist teilweise natürlich Hausners Schuld, aber teilweise auch Schuld der Richter, weil sie ihm immer die Gelegenheit geben, wie er das nennt, sich zu erklären. Das heißt eigentlich, die Frage nicht genau zu beantworten, sondern eben seine Interpretation der Frage oder vielleicht auch der Dokumente, die dazugehören, abzugeben. Ich bin da nicht ganz Ihrer Meinung. Ich glaube, das Gericht, vor allem der Vorsitzende, trägt sehr viel dazu bei, um den Angeklagten auf seine
Pflichten und auf seine Rechte hinzuweisen. Wiederholt ist er ja vom Vorsitzenden Landau dazu bewogen und gedrängt worden, zuerst knapp und klar auf die Frage zu antworten und dann, was ihm nach der Prozedur zusteht, auch Erklärungen abzugeben. Ich glaube, hier liegt doch der Fehler vorläufig noch, bis gestern oder heute, beim Generalstaatsanwalt, der vielleicht die mit dem Publikum, dem Rundfunk im Rücken, noch anfänglich zu sehr darauf bedacht war, für die Öffentlichkeit zu fragen und zu sprechen. Nun hat sich das Bild ja heute, glaube ich, etwas gewandelt. Ja, Herr Benveret, aber wie soll der Fernsehzuschauer, unser Kunde oder Ihr Zeitungsleser, wie soll er, nachdem er die Verteidigung von Dr. Servatius, den Angeklagten, selbst gehört hat, nachdem er jetzt am Kreuzverhör teilnimmt, wie soll er die Rolle des Angeklagten richtig sehen? Er hat eigentlich jede Rolle, die es in diesem Plan gab, gespielt, irgendwann. Er war vielleicht nicht der allgemein Verantwortliche die ganze Zeit. Aber er hat zum Beispiel in Ungarn mit Judenerfassung zu tun gehabt, das heißt mit der Arretierung. Und er hat woanders Juden deportiert und wieder in einem anderen Land zu einem anderen Zeitpunkt hat er Fahrpläne ausgearbeitet. Und er wusste genau, was mit den Leuten geschieht. Und er hat es trotzdem sehr genau durchgeführt. Also er ist bestimmt mitverantwortlich, mindestens so viel wie jeder andere und vielleicht noch mehr. Außerdem war er der Einzige, der ausschließlich für Juden zuständig war. Die alle anderen, Hitler hat Krieg erklärt, Himmler war Polizeipräsident außerdem und später Innenminister, Frank war Generalgouverneur von Polen, Eichmann hat nur mit Juden zu tun gehabt. Ich verstehe, was Sie meinen, Herr Benveret, denn Eichmann selbst beruft sich ja im Laufe dieses Prozesses immer wieder. Er sagt ja, es gab auch im Amt 7, im Amt 2a Judenreferenten. Gut, das mag wohl stimmen, aber diese Männer befassten sich nicht nur mit Judenangelegenheiten wie Eichmann. Die hatten auch nebenbei andere legislative oder beratende Aufgaben. Während Eichmann ja ausschließlich in seiner ganzen Karriere von A bis Z nur für Judenangelegenheiten zuständig war. Und zwar war er der höchste Offizier, der nur mit Juden zu tun hatte. Ja, und ich glaube, dass das auch das bisherige wesentliche Ergebnis der gesamten Beweisaufnahme ist. Denn Eichmann selbst bestreitet diese Tatsachen nicht. Er versucht sich nur noch damit zur Wehr zu setzen, dass er nur einen Transportmechanismus in Bewegung gesetzt und in Bewegung gehalten habe und dass er das eben auf Befehl getan habe. Ja. Er hat aber doch, ich glaube, da richtig gehört zu haben im Saal, mehrfach zugegeben, dass er wusste, was mit diesen jüdischen Menschen geschah. Ich danke meinen Herren für den Besuch in unserem Jerusalemer Studio. Und wir verabschieden uns jetzt von Ihnen, meine Damen und Herren, und melden uns wieder bei unserer nächsten Sendung aus Jerusalem. Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit unserem letzten Bericht aus Jerusalem vor 8 Tagen ist der Prozess gegen Adolf Eichmann in ein neues Stadium getreten. Der Generalstaatsanwalt konnte das Kreuzverhör mit dem Angeklagten nicht wie ursprünglich vorgesehen am Dienstag, sondern erst am Donnerstag abschließen. Israelische Zeitungen werfen dem Generalstaatsanwalt vor, er habe das Kreuzverhör zu sehr in die Länge gezogen und dabei vom Angeklagten nichts Neues erfahren. Die unabhängige liberale Zeitung Haaretz zum Beispiel schrieb, dieses Kreuzverhör gleicht einem Tier, das sich ständig im Kreise dreht, um sich dann letzten Endes selbst in den Schwanz zu beißen. Es war eigentlich kein Kreuzverhör, so meint Herr Aritz, sondern ein Kreisverhör. Nun, meine Damen und Herren, ich möchte mich keineswegs dieser israelischen Kritik anschließen, aber eines möchte ich Ihnen doch an dieser Stelle sagen. Ich persönlich bin froh, dass dieser öffentliche Zweikampf zwischen Generalstaatsanwalt Hausner und Eichmann beendet ist. Wenn man, wie ich, fast 4 Monate, Tag für Tag, in mehr als 100 Sitzungen, Stunde um Stunde Eichmann beobachtet hat, wenn einem die Zeugenaussagen noch im Ohr klingen, wenn man die Filmausschnitte, die im Gerichtssaal gezeigt wurden, noch vor Augen hat, ist man, ob man will oder nicht, aufs Schärfste engagiert. Wenn man fast jedes Dokument kennt, möchte man selbst an Eichmann Fragen stellen, viele Fragen.
Und so werden Sie, meine Damen und Herren, vielleicht verstehen, dass sich Eichmann während des Kreuzverhörs scharf, vielleicht etwas zu scharf, beobachtet und analysiert habe. Denn es gibt viele Fragen, die nicht gestellt wurden, und es gibt viele Fragen, die nicht beantwortet wurden. Aber nun zum Prozessverlauf der letzten Tage. Zuerst noch einige markante Szenen aus dem Kreuzverhör. Und diese Leute sollten nach dem früher polnischen, jetzt dem Reich angegliederten Auschwitz deportiert werden. Das weiß ich im Augenblick nicht, aber die Zielstation, die befohlen wurde, ist selbstverständlich fahrplanmäßig entsprechend eingebaut worden. Das Gericht bittet Sie jetzt, diese Gebiete und Orte zu identifizieren und zu bezeichnen, die dem Reich eingegliedert wurden. Und zwar während der verschiedenen Perioden der deutschen Besatzungszeit. Könnten Sie das bitte jetzt tun? Identifizieren Sie bitte diese Gebiete und Orte. Das weiß ich nicht im Detail, weiß ich, ist mir das längst entfallen. Ich weiß bloß, ich habe die Karte, kann ich von hier aus nicht betrachten. Kann ich da mal einen Schritt ranmachen, bitte? Apratim, mein Name ist Korimliod. Ken, beseder, Ken. La veo tolisch. Ebenfalls hier, dieser Teil. Und Danzig. Ja. Und das sind meines Erachtens alle Gebiete, die neu eingegliedert wurden, wo laut Erlass die Nationalisierung befohlen wurde. Mein Bialystok. Wie steht es mit Bialystok? Das Bialystok-Gebiet. Bialystok. Ich kann es von hier aus nicht lesen. Ich kann es von hier aus nicht lesen. Hier irgendwo liegen, glaube ich. In Melisch ist Kande, der Schumacher. Ich kann von hier aus nicht entnehmen. Oh. Hier ist Bialystok. Hier ist Bialystok. Kann Bialystok. Ah, kein Bialystok. Das ist Kande. Das ist mein Bezerver, Jotherba hier. Der Vorsitzende sagt. Aber selber Vorsitz am. Herr Hausner, Bialystok gehörte doch zuerst einem Teil, der von der Sowjetunion besetzt wurde. Eines des Gebietes, das hinter der Demarkationslinie von 1939 liegt und zunächst von der Sowjetunion annektiert wurde. Und nach dem Ausbruch des deutsch-russischen Krieges wurde dann Bialystok von den Deutschen besetzt und dem Reich eingegliedert. So war es doch. Wir haben hier zwei Veröffentlichungen darüber. Bitte fahren Sie fort. Und der Vorschlag für den Fußmarsch dieser Juden von Budapest nach Österreich, das heißt zur österreichischen Grenze, war das Ihr Vorschlag? Nein, der kam nicht von mir, sondern der kam vom höheren SS-Polizeiführer und Fesemeyer. Ich halte Ihnen aber vor, dass es doch Ihr Vorschlag war. Erst später haben Sie dazu die Genehmigung der Sicherheitspolizei erhalten. Nein, so ist es nicht. Und Sie sagten sich, wenn die Amerikaner meine Verbindungslinien zum Reich bombardiert haben, dann müssen die Juden eben zu Fuß marschieren. So haben Sie doch überlegt, nicht wahr? Na komm. Das war im Prinzip aller Überlegungen in Ungarn, aber ich war nicht derjenige, der den Fußmarsch entrierte. Ich habe nicht gesagt, dass Sie diesen Fußmarsch befohlen haben. Ich weiß, dass das der Chef der Sicherheitspolizei befohlen hat, aber ich sagte, dass Sie diesen ganzen Plan aufgebracht haben. Sie haben die Idee dazu gehabt. Nun,
Nein, es ist nicht gut möglich, denn ich war... Nein, wird reichen. Wir können uns sofort überzeugen. Schlagen Sie jetzt bitte Seite 62 Ihrer Erklärung auf. Das ist eine Stelle, die sehr viele handschriftlichen Eintragungen Ihrerseits enthält. Als während meiner Deportation, das heißt den von mir durchgeführten Abfahrten, der von mir durch die ungarische, soll wohl heißen Exekutive, überstellten Juden aus Ungarn, die alliierte Luftflotte mir den Bahnhof Györ zerbombte, ein Eisenbahnknotenpunkt nebst vielen, vielen anderen Bahnhöfen auf der Strecke Budapest-Wien zusammen bombardierten, sodass wochenlang auf dieser Strecke überhaupt kein Transport möglich war, da habe ich, um gewissermaßen diesmal den Alliierten gegenüber die harte Faust zu zeigen und um ihnen gleichsam zu sagen, es nützt nichts, auch wenn ihr mir die Verbindungswege nach Reich zerschlagt und zerbombt, wir marschieren doch, habe ich 10.000 Juden aus irgendwelchen östlichen Komitaten. Jetzt kommt eine Verbesserung, das kann ich nicht lesen. Verbesserung in Ihrer Handschrift, ja? Jawohl, aber was? Und vielleicht auch aus Budapest auf Drängen des Staatssekretär Endre. Auf Drängen des Staatssekretär Endre. Nach meinem Vorschlag. In Ihrer Handschrift. Das weiß ich nicht. Jedenfalls, es steht hier nach meinem Vorschlag, Herr Wolf. Ja, weiter. Und habe Sie von dort aus, weil ich ja einen Eisenbahntransport von dort aus nicht mehr durchführen konnte, von Budapest bis an die niederösterreichische Grenze im Fußmarsch marschieren lassen. Dazu hatte ich den Befehl des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD. Es ist klar, dass ich eine solche Order nie hätte selbst erteilen können. Den Vorschlag dazu habe ich gemacht. Der Vorschlag dazu habe ich gemacht, dazu, ja? Dazu bekenne ich mich. Jawohl. Haben Sie das gesagt? Nein, das ist hier eine Verwechslung und zwar folgendermaßen. Ich habe mein Kommando aufgelöst, ich bin nach Berlin zurückgerückt und ich bin dann von Berlin aus, bekam ich Befehl vom Chef der Sicherheitspolizei und des SD, auf Drängen von des höheren SM-Polizeiführers Winkelmann, wieder nach Budapest zurückzukommen. Dort habe ich die ungarische Regierung aufgesucht und dort habe ich den Fußmarsch beantragt. Könnte ich bitte dieses Dokument sehen mit diesen handschriftlichen Eintragungen? Ja, ich werde es dem Gericht unterbreiten, damit sich das Gericht selbst einen Eindruck verschaffen kann von diesen handschriftlichen Verbesserungen, die der Angeklagte hier in diesem Dokument vorgenommen hat. Aus dem, was Sie gesagt haben, habe ich doch verstanden, dass Sie hier diesen Plan der ungarischen Regierung vorgelegt haben und vorgeschlagen haben. Das stimmt nicht, Herr Präsident. Ich habe Vorschläge zu machen gehabt im Hinblick auf die Durchführung. Und zwar durch Anlage der Lebensmitteldepot, der Rastplätze. Ich meine das technische, das beratende technische des Fußmarsches. Das wurde mir befohlen und mit diesem Befehl wurde ich nach Budapest von Berlin aus in Marsch gesetzt, nachdem der höhere SS- und Polizeiführer beim Chef der Sicherheitspolizei des SD den Fußmarsch beantragt hat. Das wird auch bestätigt durch die Dokumente. Nehmen Sie den Mann bitte hinaus. Bitte verlassen Sie den Raum, Sie stören die Verhandlung. Bitte nehmen Sie wieder Platz, sonst kann die Verhandlung nicht weitergehen. Wenn jemand im Zuhörerraum seinen Sitz nicht mehr einnehmen kann, wird er aufgefordert, den Gerichtssaal zu verlassen. Das Gericht beschloss, die von Eichmann eigenhändig korrigierten Sassen-Manuskripte als Indizienmaterial anzunehmen. Dann wurde Eichmann von seinem Verteidiger rückverhört. Dies ist ausdrücklich in der israelischen Strafprozessordnung vorgesehen, aber es dürfen nur Fragen gestellt werden,
die im Kreuzverhör erwähnt wurden, Fragen, die sich aus dem Kreuzverhör ergeben. Das Rückverhör durch Dr. Servatius war überraschend kurz. Nachdem er Eichmann über seine Bekanntschaft mit Sassen befragt hatte, verlas der Verteidiger einen Artikel aus einer französischen Tageszeitung. Eichmann distanzierte sich von diesem Artikel und Dr. Servatius beendete das Rückverhör mit den Worten: Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Danach begannen die Richter mit dem Verhör und sie selbst stellten dem Angeklagten Fragen. Richter A.W. wies Eichmann darauf hin, dass er einmal beim Verhör im Büro 06 den deutschen Philosophen Immanuel Kant erwähnt habe. Entsinnen Sie sich, dass Sie an einer Stelle in Ihrer polizeilichen Vernehmung von der Kantschen Forderung sprechen, die davon sprechen, dass Sie Ihr ganzes Leben sich bemüht haben, der Kantschen Forderung entsprechend zu leben? Jawohl. Ich brauche Ihnen das nicht zu zeigen. Sie entsinnen sich daran genau. Ich entsinne mich genau. Und was haben Sie unter der Kantschen Forderung verstanden, als Sie das gesagt haben? Da verstand ich darunter, dass das Prinzip meines Wollens und das Prinzip meines Lebens so sein muss, dass es jederzeit zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung erhoben werden könnte, so wie Kant das in seinem kategorischen Imperativ in ungefähr ausdrückt. Also ich sehe, dass Ihnen der kategorische Imperativ von Kant, als Sie das gesagt haben, genau gegenwärtig war. Jawohl. Dann wollen Sie also damit sagen, dass Ihre Tätigkeit im Rahmen der Deportation der Juden dem Kantschen kategorischen Imperativ entsprach? Nein, das in keiner Weise. Denn diese Tätigkeit und diese Zeit hatte ich ja unter Zwang eines Dritten zu leben und zu wirken, während außergewöhnlicher Zeiten. Ich meinte damit mit dem Leben nach dem Kantschen Grundsatz, soweit ich Herr über mich selbst bin und mein Leben nach meinem Wollen und nach meinen Wünschen einrichten kann. Das ist ja auch selbstverständlich. Anders kann es nie gemeint sein, denn wenn ich einer höheren Gewalt und einer höheren Kraft unterworfen werde, dann ist ja mein freier Wille an sich ausgeschaltet. Und dann kann, nachdem ich nicht mehr Herr meines freien Willens und Wollens sein kann, kann ich mir ja keine irgendwelchen Prinzipien zu eigen machen, die ich nicht beeinflussen kann. Wohingegen ich den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit in diesen Begriff hineinbauen muss und auch darf, verantworten muss ihn ja dann die Obrigkeit. Ich habe gehört, in meinem Ermessen nach dazu. Wollen Sie damit sagen, dass blindes Befolgen von Befehlen der Obrigkeit die Verwirklichung des Kantschen kategorischen Imperativs bedeutet? Man hat eigentlich seit Aufstellung des Kantschen Imperativs nie eine solche destruktive und noch nie dagewesene Anordnung seitens eines Staatsoberhauptes gefunden. Deswegen ist das neu gewesen und deswegen hat man keine Vergleichsmöglichkeiten und kann sich eben keinen Begriff machen. Es war Krieg. Ich hatte nur eines zu tun. Ich hatte zu gehorchen, denn ändern konnte ich nichts. Und so habe ich eben mein Leben, so gut es ging, in den Dienst, möchte ich mal sagen, dieser Kantschen Forderung gestellt. Und ich sagte schon, dass das Grundsätzliche daran mussten ja andere verantworten. Ich hatte als kleiner Befehlsempfänger zu gehorchen gehabt. Konnte ja dem nicht ausweichen. Sehen Sie, ich hatte den ersten Teil Ihrer Antwort so verstanden, dass Sie sagen wollten, diese Jahre, wo Sie ein blinder Befehlsempfänger waren, die fallen raus aus dem Leben entsprechend dem kategorischen Imperativ. Da wollte ich Sie fragen, von wann bis wann hat das gedauert? Aber dann haben Sie was dazugefügt, das hat die ganze Sache wieder geändert. Jetzt weiß ich nicht, was Ihre endgültige Stellungnahme dazu ist.
Es kann nicht im Sinne der Kantschen Forderung liegen, Menschen gewaltsam zu töten, weil es an sich nichts Gottgewolltes ist. Das heißt, es gab eine Zeit, wo Sie nicht nach dem kategorischen Imperativ gelebt haben? Nicht leben konnte, weil ich durch höhere Gewalten nicht in der Lage war, danach zu leben. Von wann bis wann war das? Das war streng genommen ab dem Augenblick, ab dem ich gegen mein Wollen und gegen meinen Willen nach Berlin versetzt worden bin. Bis wann? Bis zum Schluss. Adlershof. Und das war Ihnen während dieser Zeit klar? Es war mir Sie klar. Sie während dieser Zeit nicht nach dem kategorischen Imperativ leben konnten, obwohl Sie an sich Ihr Leben eingerichtet hatten, wohl danach zu leben. Ich habe während dieser Zeit die Kantsche Kritik der praktischen Vernunft gelesen. Zum ersten Mal, damals. Zum ersten Mal, jawohl. Aber was mich jetzt mehr interessiert ist, ob Sie damals, in den Jahren, als Sie nach Berlin kamen, gegen Ihren Willen, wie Sie sagen, bis zum Jahr 1945, ob Ihnen in der Zeit bewusst war oder bewusst wurde, oder wann es Ihnen bewusst wurde, dass Sie nicht nach dem kategorischen Imperativ von Kant leben. Das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden in Kulm. Aber es wäre nicht richtig, wenn ich sagen würde, mir ist es bewusst geworden, dass ich nicht nach dieser Kantschen Forderung lebe, sondern ich habe mir gesagt, ich kann nicht danach leben zurzeit, obwohl ich gerne möchte. Und diese Erkenntnis blieb Ihnen bis zum Schluss, bis Ende 1944. Nicht jeden Tag gegenwärtig, sondern ich habe die Angewohnheit, wenn ich unterwegs bin, nicht viel zu sprechen, sondern zu sinnieren. Gut, immer wenn Sie sich das überlegt haben, dann ist Ihnen klar geworden. Jawohl. Und das waren letzten Endes auch die unmittelbaren Anlässe meiner jeweiligen Vorsprachen bei Müller. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen aus Jerusalem. Auf Wiedersehen bei unserer nächsten Sendung am Freitag, den 28. Juli. Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus unserer letzten Sendung ist Ihnen sicher noch die Vernehmung Eichmanns durch den Richter Halevi in bester Erinnerung. Richter Halevi hatte Eichmann aufgefordert, endlich seinen Mann zu stehen und sich zur Wahrheit zu bekennen, zur ganzen Wahrheit. Zur Wahrheit selbst, wenn es ihm persönlich Schaden bringen könnte. Eichmann ist dieser Aufforderung ausgewichen. Er hat nicht den Mut gehabt, zu bekennen. Auch der Präsident des Gerichtshofs, Moshe Landau, stellte an den Angeklagten einige Fragen. Er fragte in Hebräisch, übersetzte aber selbst ins Deutsche. Ich habe inzwischen diese Stelle gefunden, die ich vorher meinte. Mein Kollege hat sie für mich gefunden. Pone Emar. Generalstaatsanwalt, gut, ich will wissen, ob Sie je versuchten, aus der Nazi-Partei und der SS auszutreten. Angeklagter, aus der SS und der Partei habe ich nicht versucht, auszutreten. Generalstaatsanwalt, und Sie blieben darin aus Ihrem eigenen Willen und aus freier Wahl. Angeklagter, in der Körperschaft der SS und in der Partei, jawohl. Nicht aber in meiner Verwendung, die ich dann bekam. Ich dachte, dass Sie in den Kriegsjahren in der SS blieben, trotz Ihre Gewissensbisse, weil sie genau wussten, dass es keine Möglichkeit bestand, aus der SS herauszukommen. Achavani Korei, ich blieb in der Körperschaft der SS aus freiem Willen, sagt Mashmaut HaDvarim. Jetzt lese ich hier Ihre Worte, und so muss man das auslegen, in der Körperschaft der SS und in der Partei blieb ich aus freiem Willen. Ja, nun, ich man hätte ja gar nicht weggekommen, selbst wenn man hätte wollen. Bis 1939, bis vor dem Kriege, da ist es ja manchen gelungen, zum Beispiel von Mildenstein ist er weggekommen. Ich rede nicht über die Vorkriegsjahre und ich halte Sie für intelligent genug, um diesen Widerspruch zu verstehen, dass hier ein Widerspruch vorliegt. Haben Sie etwas noch dazu zu erklären? Es liegt ein Widerspruch vor, aber selbst wenn man hätte wollen,
so wäre es unmöglich gewesen, weil man ja durch dieses System, dass man bei den Wehrmeldeämtern blockiert gewesen ist und für die Kriegsdauer eingezogen gewesen ist für das Reichsjägerhauptamt, ist man ja ohnmächtig allen Dingen gegenübergestanden. Man ist höchstens von dem Gefallen oder von dem Entgegenkommen des Amtschefs abhängig gewesen, ob ein Wehr es etwa genehmigt hätte. Und ja, der hat nichts genehmigt. Ihre Aussage jetzt ist, dass Sie in den Kriegsjahren nicht aus freien Stücken in der SS blieben. Um es ganz ehrlich zu sagen, man hat darüber gar nicht gedacht in diesem Durcheinander. Ich wäre mir sehr leicht, wenn ich sagen würde, ja oder nein. Aber ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, denn es war eine Unmöglichkeit. Man kann ja gegen einen Berg sowieso nicht ankämpfen. Ich wusste ja, dass ich bei keinem Wehrmeldeamt irgendwie einen Erfolg haben würde. Ja, ich wurde ja nicht einmal vorgelassen dort. Und deshalb war alles, was Sie dazu getan haben, mündliche Anträge an Müller. Es gab nichts anderes, als wie sich aller Augenblick zu melden mit der Bitte um anderwärtige Verwendung. Ursächlich überhaupt nicht einmal nach Berlin, denn das ging mir persönlich gegen den Strich. Reden Sie vielleicht nochmal von dieser Himmlerrede über die Frage des Gehorsams, die Sie vorher angeschnitten haben. Zweiter Punkt, der Gehorsam. Die Kraulei schuf mit doch ohne Himmler, wenn ja nicht gut, Herr Nikoda Schnia. Gehorsam wird im soldatischen Leben morgens, mittags und abends gefordert und geleistet. Der kleine Mann gehorcht auch immer oder meistens. Gehorcht er nicht, so wird er eingesperrt. Schwieriger ist die Frage des Gehorsams bei den höheren Würdenträgern in Staat, Partei und Wehrmacht. Auch hier und da in der SS. Ich möchte hier etwas klar und eindeutig aussprechen. Dass der kleine Mann gehorchen muss, ist selbstverständlich. Noch selbstverständlicher ist es, dass alle hohen Führer der SS, also das ganze Gruppenführerkorps, Vorbild des bedingungslosen Gehorsams sind. Wenn jemand glaubt, dass ein Befehl auf einer irrigen Erkenntnis des Vorgesetzten oder auf einer falschen Grundlage aufgebaut ist, so ist es selbstverständlich, dass er, also jeder von ihnen, die Pflicht und die Verantwortung hat, dies zur Sprache zu bringen, sowie seine Gründe mannhaft und wahrhaft vorzutragen, wenn er überzeugt ist, dass sie gegen den Befehl sprechen. In dem Augenblick aber, in dem der betreffende Vorgesetzte oder der Reichsführer SS, das kommt ja für das Gruppenführerkorps in den meisten Fällen in Frage, oder gar der Führer entschieden und den Befehl gegeben hat, ist er auch durchzuführen, nicht nur dem Wort und dem Buchstaben nach, sondern dem Sinne nach. Wer den Befehl ausführt, hat dies zu tun als getreuer Walter, als getreuer Vertreter der befehlsgebenden Gewalt. Wenn Sie zuerst glaubten, dies wäre richtig und jenes wäre nicht richtig oder sogar falsch, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn also einer glaubt, er könne die Befolgung eines Befehles nicht verantworten, dann hat er das ehrlich zu melden. Ich kann es nicht verantworten, ich bitte mich davon zu entbinden. Dann wird wohl in den meisten Fällen der Befehl kommen, Sie haben das doch durchzuführen. Oder man denkt, der ist mit den Nerven fertig, der ist schwach, dann kann man sagen, gut, Sie gehen in Pension, Befehle müssen aber heilig sein. Dazu darf ich vielleicht etwas sagen, Herr Richter. Ja. Die SS-Gruppenführer, die Generäle, die haben es freilich leicht gehabt. Zum Beispiel Sixt war zwar noch kein SS-General, aber ich glaube, er war Oberführer oder mindestens Oberführer, wenn ich Brigade. Sie haben das schon zu Protokoll gegeben, nicht im Sinne. Habe ich schon gesagt, jawohl. Da war es natürlich, die Herren haben das. Herren war es leichter. Die haben das. Je höher jemand war, desto leichter. Ja, umso leichter ist es und natürlich. Und je niedriger, desto schwerer. Umso schwerer, weil ein Wort und dann ist man ja mundtot gewesen, dann konnte man nichts mehr machen. Ja. Und hier bei dieser Rede hatte Himmler seine Generalität versammelt gehabt. Ja. Da kann man leicht reden unter Generalität. Dies, meine Damen und Herren, war unser letzter Bericht vom Kreuzverhör Eichmanns in Jerusalem. In unserer nächsten Sendung, die heute in 8 Tagen stattfinden wird, hoffen wir, Ihnen schon ausführlich über das Plädoyer des Generalstaatsanwalts Hausner berichten zu können.
Sie alle wissen, dass das Problem des Gehorsams, der Befehlsverweigerung, des Befehlsnotstandes auch im Urteil über Eichmann eine entscheidende Rolle spielen wird. Wir sind deshalb nach Göttingen gefahren, zu dem deutschen Experten über diese Fragen, zu Herrn Dr. Hans-Günther Serafin. Ich möchte Ihnen deshalb nun zunächst sagen, warum Dr. Serafin besonders qualifiziert ist, über diese Fragen zu sprechen. Und wenn ich mich bei der Aufzählung einiger dieser Tatsachen irgendwo irren sollte, Herr Dr. Serafin, bitte korrigieren Sie mich. Herr Dr. Serafin war also zunächst bei den Nürnberger Prozessen als historischer Sachverständiger für die Verteidigung tätig. Gleichzeitig war er Mitherausgeber der Protokolle und der Dokumentenauswahl über den als Göring-Prozess bekannten großen Kriegsverbrecherprozess. Herr Dr. Serafin hat heute einen Lehrauftrag für zeitgeschichtliche Quellenkunde und Methodik und damit natürlich überhaupt für die Geschichte dieser Zeit. An der Universität Göttingen. An der Universität Göttingen, wie ich vergaß hinzuzufügen. Dann betreut Herr Dr. Serafin die Nürnberger Dokumentensammlung, die jetzt eingegliedert ist in das staatliche Archivlager in Göttingen. Und schließlich war und ist Herr Dr. Serafin Gutachter in vielen Kriegsverbrecherprozessen, wo er zu zeitgeschichtlichen Fragen seine Meinung abzugeben hat. Ich glaube also, dass dieses alles Herrn Dr. Serafin mehr als jeden anderen berechtigt, zu der Problematik, über die ich nun mit ihm sprechen möchte, Auskunft zu geben. Herr Dr. Serafin, Sie wissen ja, dass Eichmann immer wieder auf der Gehorsamkeitsthese herumreitet, dass er immer wieder sagt, er habe keine Möglichkeit gehabt, sein Gewissen überhaupt zu befragen. Ich würde Sie bitten, dass wir nun dieses Problem zunächst systematisch prüfen. Wie war es mit dem Völkerrecht in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft? Bot nicht schon das Völkerrecht eine Basis dafür, dass jeder sein Gewissen befragen konnte und unsittliche Befehle abzulehnen hatte? Ein kodifiziertes Völkerrecht mit Paragraphen gab und gibt es nicht. Aber die Befolgung eines verbrecherischen Befehls wird durch kein Recht zivilisierter Völker gerechtfertigt. Ja, dann wäre meine nächste Frage, wie war es nun in der Wehrmacht des Dritten Reiches? Wie stand es da mit der Befolgung unsittlicher oder verbrecherischer Befehle? In der Wehrmacht des Dritten Reiches galten keine anderen Bestimmungen als in der alten deutschen Wehrmacht. Durch den § 47 Militärstrafgesetzbuch war die Befolgung eines als verbrecherisch erkennbar oder erkannten Befehls unter Strafe gestellt. Dann gab es also für einen Angehörigen der Wehrmacht im Dritten Reich nicht nur die Möglichkeit, sondern eigentlich auch die Pflicht, einen als unsittlich erkannten Befehl zu verweigern. Gut. Wenn das in der Wehrmacht so war, dann muss ich Sie nun vor allen Dingen fragen, da Eichmann ja Angehöriger der SS war, wie war es in der SS? In der SS war es auch nicht anders. Ich darf ausholen. Die SS und die Polizei unterstanden seit dem Oktober 1939 einer besonderen SS- und Polizeigerichtsbarkeit, die der Kriegsgerichtsbarkeit der Wehrmacht entsprach und für die gleichen Grundlagen, Militärstrafgesetzbuch, Kriegsstrafverfahrensordnung usw., verbindlich waren. Dieser Gerichtsbarkeit unterstanden alle Gliederungen der SS und der Polizei im besonderen Einsatz, das heißt während des Krieges, also auch Herr Eichmann. Das heißt also, dass die Situation in der SS dann im Grunde nicht anders war als in der Wehrmacht. In Bezug auf dieses Problem des Gehorsams. Ja. Nun erzählten Sie mir aber vorhin, Herr Dr. Serafin, dass Sie inzwischen an ganz neue Dokumentationen über zu diesem Problem gekommen sind. Ja. Es ist gegen diese These immer wieder eingewandt worden, das sei ja sehr schön und gut. Bei der Wehrmacht sei also vielleicht auch der Unterricht entsprechend bei den Einheiten abgehalten worden. Bei der SS bestimmt nicht, denn bei der SS habe eben nur straffe Disziplin und bedingungsloser Gehorsam geherrscht.
Wir wissen heute, dass das nicht richtig ist. Uns liegen vor jetzt die Mitteilungen über die SS- und Polizeigerichtsbarkeit, das heißt, ein dienstliches Mitteilungsblatt, das vom Hauptamt SS-Gericht herausgegeben wurde seit dem Herbst 1940 und das laut Verteiler bis zu den Kompanien herab verteilt wurde, beziehungsweise bis zu den entsprechenden Dienststellen. Herr Dr. Serafin, Sie sagen, wir wissen heute. Weiß man das erst jetzt? Weiß man das nicht schon seit Jahren? Nein, also diese Mitteilungen über die SS-Polizeigerichtsbarkeit sind erst in den letzten Monaten aus Amerika wieder zurückgewandert zu uns und stehen uns heute zur Verfügung, um diese Frage zu beantworten. Es ist vielleicht interessant, wenn ich ganz kurz einmal über die Verteilung etwas vorlese. Es heißt dort, anschließend an den Verteiler, es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Mitteilungen schnellstens in die Hände der Kompaniechefs und so weiter gelangen, die ihrerseits auch bei ihren Zugführern und Führeranwärtern sie in Umlauf setzen. Das heißt praktisch, sie waren die Grundlage bis in die kleinsten Einheiten hinab. Also für Leute in Dienststellung weit unter Eichmanns Dienstgrad. Natürlich. Ja. Und würden Sie uns nun sagen, was der Inhalt vor allen Dingen war? Diese Mitteilungen sind deshalb interessant, weil in ihnen unter anderem eine Pflichtenlehre enthalten ist, in der genau gesagt wird, was man nun von einem zuverlässigen und tüchtigen SS-Mann erwartet. Dabei ist auch die Frage des Gehorsams natürlich sehr wesentlich. Und das heißt dort unter der Überschrift Gehorsamspflichtverletzungen, unbedingter in Anführungsstrichen, Gehorsam besagt, dass auch rechtswidrige Befehle zu befolgen sind. Beschwerdemöglichkeit hinterher. Ausnahme. Der Befehl, der ein Verbrechen bezweckt, darf nicht befolgt werden. Und in diesen selben Mitteilungen ist an einer anderen Stelle ein Schema als Hilfe für die SS-Führer zum Unterricht über Strafrecht an Kompanien, also bis runter zum kleinen Mann praktisch. Und in dieser Pflichtenlehre, in diesem Schema, beziehungsweise in der Anleitung, man wird es am besten als Anleitung bezeichnen, steht Folgendes. Einem Befehl muss man auch dann nachkommen, wenn man ihn nicht für rechtsmäßig hält. Man kann sich nach der Ausführung beschweren, aber man darf die Durchführung nicht verweigern. Nur, wenn ein Befehl sichtlich ein Verbrechen bezweckt, braucht und darf auch einem Befehl nicht Folge geleistet werden. Das ist, wie ich meine, unglaublich interessant und wichtig. Und dann also müsste Eichmann doch nicht nur imstande, sondern eigentlich berechtigt gewesen sein, notfalls sein Amt niederzulegen, wenn er die Überzeugung gehabt hätte, er beginge Verbrechen. Ist das richtig? Anhand dieser Unterlagen, die uns heute zur Verfügung stehen, fällt der Einwand, dass im Rahmen der SS diese Bestimmungen nicht bekannt gewesen wären. Ja. Sie gab es und sie galten und sie waren bekannt. Nun ließe sich lediglich einwenden, das alles sei papierne Theorie gewesen. Uns ist auch aus Zuschauerkreisen immer wieder gesagt worden, ihr redet das so daher, die Wirklichkeit aber war anders, man wurde dann eben in der SS erschossen. Haben Sie Beispiele, die etwa das Gegenteil beweisen? Das ist die übliche Auffassung, die Sie eben sagen, die einem immer wieder entgegentritt. Die Wirklichkeit sah völlig anders aus. Ich habe lange Jahre geforscht und gesucht und alle erreichbaren Akten, Aussagen und so weiter verglichen. Ergebnis, es gibt nicht einen einzigen Fall, in dem sich nachweisen ließe, dass jemand, der einen Vernichtungsbefehl verweigert hätte, dafür vor ein Polizeigericht gezogen und an Leib und Leben geschädigt worden wäre. Ja, Herr Dr. Serafin, wie ist es aber nun mit dem umgekehrten Fall? Haben wir Beispiele dafür, dass Leute Befehle verweigert haben und dann nicht erschossen wurden? Jawohl, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen dafür. Eins möchte ich Ihnen anhand einer Aussage vorlesen. Und zwar deshalb, weil der Mann, der hier den Befehl verweigert hat,
sich in einer Dienststellung als Kriminalsekretär befand, die also längst nicht an die Dienststellung von Eichmann heranreicht. Und dieser Mann, wenn ich das noch einwerfen darf, unterstand also derselben Gerichtsbarkeit wie zum Beispiel auch Eichmann. Er unterstand genau derselben Essen-Polizeigerichtsbarkeit. Es handelt sich um den Kriminalobersekretär im Ruhestand Brotesser. Der hat bekundet, am 15. September 1942 bin ich zur Kommandantur der SIPO nach Krakau versetzt worden. Etwa im Oktober wurde mir vom Kommandeur der Sicherheitspolizei in Krakau der Auftrag erteilt, mich mit einem Kommando von 70 bzw. 80 Personen an einer Judenaktion in Bochnia zu beteiligen. Es handelte sich um eine Massenexekution. Diesen Auftrag lehnte ich ab und erklärte dem Kommandeur, dass ich mich für derartige Sachen nicht eigne. Mir wurde zunächst im Konzentrationslager gedroht. Nach einigen Tagen sagte mir der Kommandeur, wenn ich diese Judenaktion ablehne, sei ich für den Einsatz unfähig. Er würde veranlassen, dass ich sofort versetzt würde. Daraufhin wurde ich 14 Tage später zur Stapo-Leitstelle Düsseldorf zurückversetzt. Das heißt also, dem Mann ist nichts geschehen? Dem Mann ist nichts geschehen. Er machte genau seinen Dienst wie im Frieden weiter. Und wie ihm ist anderen nichts geschehen. Wir haben eine ganze Reihe von Beispielen aus dem Bereich der Polizei und der SS, wo Befehle verweigert oder umgangen worden sind. Selbstverständlich. Es hat Versetzungen zur Front gegeben. Ja. Es hat auch Degradierungen gegeben. Es hat also zweifellos Mut dazu gehört und die Bereitschaft, Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, wenn man diese Befehle verweigerte. Aber die Möglichkeit bestand. Darf ich daran dann also meine letzte Anfrage anschließen, Herr Dr. Serafim? Viele unserer Zuschauer schreiben uns etwa Folgendes. Sie sagen, ja, ihr sprecht in euren Kommentaren Eichmann das Recht ab, sich ständig auf Befehle zu berufen. Unsere Zuschauer sagen vielfach, wo käme man eigentlich hin, wenn jeder, der im Range etwa Eichmanns gestanden hat, nun bei Befehlen erst sein Gewissen befragt hätte. Was meinen Sie dazu? Darauf kann ich Ihnen nur antworten. Wer aufhört, sein Gewissen zu befragen, hört auf, Mensch zu sein. Guten Abend, meine Damen und Herren. In leidenschaftlicher Rede wandte sich Generalstaatsanwalt Hausner am letzten Tag seines Schlussplädoyers gegen die Behauptung Eichmanns, er sei nur ein kleines, unwichtiges Rädchen in der infernalischen Vernichtungsmaschinerie des Dritten Reiches gewesen. Hausner hatte zu Beginn des Prozesses darauf hingewiesen, dass er nicht als Einzelperson hier im Gerichtssaal stehe, sondern er spreche für 6 Millionen unschuldig ermordeter Menschen. Er spreche für die Opfer von Auschwitz und Treblinka. Er kämpfe hier in Beth Ham zu Jerusalem für die jüdischen Opfer, deren Gräber über ganz Europa verstreut sind. Generalstaatsanwalt Hausner wies am letzten Tag seines Schlussplädoyers wieder auf das grauenhafte Bild hin, das er zu Beginn der Beweisaufnahme in den ersten Tagen des Prozesses skizziert hatte und das im Lauf der monatelangen Verhandlungen dokumentarisch belegt und durch Zeugenaussagen noch übertroffen wurde. Die Öfen von Auschwitz arbeiteten mit voller Kapazität Tag und Nacht und der Todesengel verschlang seine Opfer an dieser Stelle. Eichmann wollte alle Juden dort sehen, bis zum letzten Mann, bis zur letzten Frau. Als Hitler selbst bereit war, ein Geschäft mit Horthy abzuschließen und im Austausch gegen die Juden von Budapest 8.700 jüdische Familien freizugeben, nach Palästina zu emigrieren, als Eichmann von dieser Sache erfuhr durch Wesenmeier, erklärte er, dass er durch Himmler gegen diesen Befehl vorgehen würde und um eine neue Entscheidung bitten würde durch den Führer selbst. Oder auf Deutsch, er beabsichtigte im Hinblick auf die Führerentscheidung, über die er unterrichtet wurde, Reichsführer SS zu berichten und gegebenenfalls um erneuten Führerentscheid zu bitten.
Und warum das alles? Das haben wir auch hier in dem Dokument gefunden, weil er nach seiner Meinung er diese potenziellen Emigranten umbringen wollte, weil sie Juden biologischen Wertes waren und Zionisten. Diese wollte er umbringen. Und nach diesem gleichen offiziellen Bericht wissen wir, dass er sogar diejenigen fangen wollte, die Ungarn verlassen hatten und auf ihrem Weg nach Palästina waren durch französisches Gebiet. Aber das war immer noch nicht genug für ihn. Er wollte sogar eine dritte Methode einschlagen. Und hier zitiere ich das Dokument. Er plante die Deportierung und zwar so geschickt, so perfekt, so schlagartig, wie der deutsche Text sagt, dass bevor die Juden in der Lage wären, die Papiere für die Emigration, für die Auswanderung zu erhalten, er in der Lage wäre, alle vorher zu vernichten. Keiner könnte auswandern, weil sie bis dahin alle deportiert worden wären. Er sah nicht tatenlos zu. Er ging gegen diesen Führerbefehl vor. Er legte Berufung dagegen ein. Offizielle Dokumente sagen ausdrücklich, dass auf Intervention von Eichmann Himmler sich selbst einschaltete und das deutsche Außenministerium bat, zu versuchen, diese Auswanderung der jüdischen Familien nach Palästina zu verhindern. Das heißt, dass er die extremste Haltung einnahm, radikaler als die des verruchten Hitler selbst. Und wenn wir uns jetzt mit dieser Angelegenheit beschäftigen, dieser ungesetzlichen Befehle, dieser Verschwörung, wir müssen hier sagen, dass die Verteidigung vielleicht die Frage erheben könnte, wie argumentieren Sie? Glauben Sie, dass hier so eine private Verschwörung bestand in den Einsatzgruppen, in der großen Weite Russlands? Ein einzelner Soldat, der da Mitverschwörer Heydrichs und Hitlers und Himmlers ist, können Sie wirklich behaupten, dass eine solche Verschwörung besteht? Eine solche Verschwörung, die alle Ränge, alle Stellungen, alle Dienstgrade umfasst? Und unsere Antwort darauf ist ja. In dem Umfange, dass man es hier zu tun hat mit den zentralen Leuten in der Exekutive, mit den Schlüsselfiguren, jenen Männern, die sich ungesetzlichen Tätigkeiten hingeben, eine Verschwörung, die nach oben und nach unten Platz gegriffen hat und auch die umfasst, die die Befehle erteilen und die sie ausführen. Eine verbrecherische Verschwörung besteht vom zentralen Nervenzentrum der Gestapo aus mit Verzweigungen nach oben zu Heydrich und Himmler und nach unten bis zum letzten Mann. Jedoch vorbehaltlich der zusätzlichen Bedingung, dass solche Menschen wussten, was gespielt wurde, und wenn eine solche Person in diesem kriminellen Rahmen verblieben ist, nachdem er erfahren hat, was der Zweck dieser Dienststellen waren. Und er hat von Eichmann hat selbst von Himmler und Heydrich gehört im Jahre 1941, dass der Führer die physische Ausrottung der Juden befohlen hatte. Und von diesem Augenblick an befand er sich im Netz dieser verbrecherischen Verschwörung gegenüber Heydrich, gegenüber Himmler, seinen Vorgesetzten und den vielen Tausenden von kleinen Verschwörern, die bestanden in jedem Ghetto, in jeder Gemeinde, in jedem Land, groß oder klein, die zur Durchführung dieser großen Aufgabe, dieser umfassenden verbrecherischen Aufgabe bestanden. Und hier, Euer Ehren,
haben wir es mit einer zentralen Angelegenheit zu tun. Um die gegen ihn vorgelegten Beweise zu entkräftigen, hat er sich durch das Kreuzverhör hindurch gewunden. Er versuchte, sich zu entschuldigen, in einer Weise, wie das der Angeklagte getan hat, das war schon mehr als geschickt. Er versuchte, alles, was ihm entgegengehalten wurde, zu leugnen, sich reinzuwaschen. Es handelt sich hier nicht um einen kleinen Mann, nicht um einen unbedeutenden Mann, eine kleine Schraube in der großen Maschine. Dies ist vielmehr ein Mann von großer und ernster Intelligenz. Er kann aber hier diesen Netzen nicht entkommen. Er hat sehr intelligent auf dieses ganze Netz von Beweismitteln gegen ihn geantwortet, versucht, sich herauszuziehen. Er hat von Zeit zu Zeit sich widersprochen, er hat da Entschuldigungen vorgebracht, die völlig unbegründet waren. Aber seine Intelligenz und seine Stellung, dies sahen wir doch hier nach diesen Kreuzverhören. Hier haben wir gesehen, hier haben wir feststellen können, dass dieser Mensch auf Fragen, die ihm vom Gericht vorgelegt wurden, hat sie beantwortet, und zwar nicht genau. Er hat versucht, Entschuldigungen vorzubringen, aus dem Hemdsärmel geschüttelte, schlaue Entschuldigungen. Er hat damit sich selbst enthüllt, den Typ, die Fähigkeit, die Leistungsfähigkeit dieses Menschen, der sofort weiß, wie er reagieren muss und wie er sich benehmen muss. Dann betonte der Generalstaatsanwalt, dass die Judenverfolgung während des Dritten Reiches niemals aus dem Gedächtnis des jüdischen Volkes und aus der Erinnerung der gesamten Menschheit verschwinden könne. Aber, so sagte Hausner, es gab auch Lichtblicke in jener Zeit, die das jüdische Volk stets in ehrenvoller Erinnerung behalten werde. Ein Zeitalter der Dunkelheit senkte sich über Europa, als Hitler die Macht ergriff. Aber darin scheinen auch einige helle Lichter. Und das jüdische Volk wird niemals vergessen die Taten jener, die ihm geholfen haben in jener dunklen Zeit. Es wird niemals vergessen, diese Freunde ebenso wenig wie seine Feinde. Bis zu diesem Tage loben wir und ehren wir die Erinnerung an den persischen König Kyros, der den Juden, den vertriebenen Juden gestattete, in ihr Land zurückzukehren. Und ebenso werden wir all diejenigen niemals vergessen, die dem jüdischen Volk halfen, die Menschen retteten. Wir werden niemals die hohen und ehrenhaften Taten des dänischen Volkes vergessen, das sein Meistes, sein Höchstes getan hat, die Juden aus Dänemark zu retten. Wir werden den dänischen König und die dänische Untergrundbewegung niemals vergessen, die versucht haben, so wirkungsvoll versucht haben, die Juden zu retten. Die Belgier und die belgische Untergrundbewegung, Norwegen und die norwegische Untergrundbewegung werden wir ebenso nicht vergessen, die Juden nach Schweden einschmuggelten auf Kosten, auf Risiko ihres eigenen Lebens. Die Schweden werden wir niemals vergessen, die den jüdischen Flüchtlingen Unterkunft gewährten, und Raoul Wallenberg, der Tausende von Juden aus dem Rachen des Todes in Ungarn gerettet hat. Ebenso wenig werden wir den französischen Widerstandsbewegung vergessen, die Juden retteten. Auch die Holländer, das holländische Volk, die sich selbst mit dem Judenstern zeichneten, um sich mit unserer Sache zu identifizieren.
Wir werden auch die Kirche in Holland nie vergessen und ihre schönen, guten, menschlichen Taten, die sich so klar eingesetzt hat im Dienste der Hilfe für jüdische Menschen. Und wir werden auch die Italiener nicht vergessen, die bremsend in das Rad des bösen Mussolini eingegriffen haben. Wir werden auch die Klöster in Italien nicht vergessen und das ganze italienische Volk nicht, das uns geholfen hat. So viele halfen den verfolgten Juden. Auch die Polen werden wir immer in Erinnerung behalten, jene, die uns geholfen haben, die ihr eigenes Leben in Gefahr brachten, ihre eigene Sicherheit aufs Spiel setzten, um jüdische Menschen zu retten und sich selbst teilweise den Untergang zuzogen, indem sie uns helfen. Da war die polnische Untergrundbewegung, einfache Männer und Frauen, der einfache Mensch, der den Juden half. Wir hatten Gelegenheit zu hören über solche Taten in Litauen. Wir wissen von Müttern, die über die Zäune ihre Kinder litauischen Bauersfrauen anvertrauen konnten. Und wir hörten von Dr. Grüber und seinen Freunden in Deutschland selbst. Wir hörten von ihren nicht vor nichts zurückschreckenden Taten, vor ihrer Entschlossenheit, auf Kosten des eigenen Lebens, auf Lebensgefahr hin, jüdischen Menschen zu helfen, sie zu schützen. Wir hörten von Menschen, die an die Menschheit, an den Menschen glaubten und die an die Liebe, an den Nachbarn, Liebe für den Nachbarn glaubten, in Deutschland selbst. Die einfachen Menschen, wie Grüber selbst gesagt hat. Mit Erlaubnis des Gerichtes möchte ich ein Gedicht vorlesen, das in Eugen Kogons Buch Der SS-Staat abgedruckt ist. Es ist ein Gedicht von einem Nichtjuden geschrieben, von einem Deutschen, von Werner Bergengrün. Ein Gedicht über das traurige Schicksal der Juden. Ein Gedicht, das auf meine Veranlassung ins Hebräische und ins Englische übersetzt worden ist. Die letzte Epiphanie. Ich hatte dies Land in mein Herz genommen. Ich habe ihm Boten um Boten gesandt. In vielen Gestalten bin ich gekommen, ihr aber habt mich in keiner erkannt. Ich klopfte bei Nacht, ein bleicher Hebräer, ein Flüchtling, gejagt mit zerrissenen Schuhen. Ihr riefet dem Schergen, ihr winktet dem Späher und meintet noch, Gott einen Dienst zu tun. Ich kam als zitternde, geistgeschwächte Greisin mit stummem Angstgeschrei. Ihr aber spracht vom Zukunftsgeschlechte und nur meine Asche gabt ihr frei. Verweist der Knabe auf östlichen Flächen, ich fiel euch zu Füßen und flehte um Brot. Ihr aber scheutet ein künftiges Rächen, ihr zucktet die Achseln und gabt mir den Tod. Ich kam als Gefangener, als Tagelöhner, verschleppt und verkauft, von der Peitsche zerfetzt. Ihr wandtet den Blick von dem struppigen Fröner. Nun komm ich als Richter. Erkennt ihr mich jetzt? Im überfüllten Gerichtssaal herrschte atemlose Stille, als der Generalstaatsanwalt die letzten Sätze seines Plädoyers sprach. Der furchtbare Schrecken senkte sich herab auf das verteidigungslose Volk,
der Juden. Es ist dahin, gestorben. Diese Menschen können nie wieder zum Leben erweckt werden. Und um ihr Leiden und ihren Tod zu beweinen, muss ein neuer Sänger des Leids erstehen, um ihre Geschichte zu schreiben. Diesen Teil des jüdischen Volkes, der vernichtet wurde. Aber es muss Gerechtigkeit geben. Gerechtigkeit und gerechte Bestrafung dieser Verbrechen. Und ich bin stolz darüber, dass Tage ins Land gezogen sind, in denen ein Bürger Israels hier die Sprache des Rechts und der Gerechtigkeit sprechen kann gegenüber einem durch und durch bösen Menschen, einem Verbrecher, der verhaftet wurde. Und dass man das hier in diesem Land darf. Man spricht nicht mehr diesem bösen Menschen gegenüber voll Angst. Man fleht ihn nicht mehr an um Gnade. Man braucht ihn nicht zu bestechen. Man braucht nicht ihn zu fürchten. Man braucht ihn nicht zu fliehen. Man braucht nicht von Land zu flüchten, voll Lebensangst. Hier herrschen Recht und Gerechtigkeit. Und ebenso wie die Juden nach Judäa und Jerusalem zurückgekehrt sind, ist praktisch dasselbe wie dieser Geist, der hier herrscht, wie der Prophet gesagt hat, das Blut muss über ihn kommen. Und so bitte ich euch noch einmal, ihr Richter Israels, sprecht ein gerechtes und ein wahrhaftiges Urteil. Damit verabschiede ich mich aus Jerusalem. Unseren letzten Bericht mit dem Schlussplädoyer des Verteidigers Dr. Servatius sehen und hören Sie am Freitag, den 18. August, um dieselbe Zeit. Auf Wiedersehen. Herr Präsident, meine Herren Richter, wenn die Ausführungen des Herrn Generalstaatsanwalts über das Wollen und den Charakter des Angeklagten zutreffend wären, dann müsste dies in manchen Kreisen Zufriedenheit und Freude auslösen. Die Darstellung wäre geeignet, das Fundament für ein Denkmal zu bilden, das die Judenfeinde in aller Welt dem Angeklagten errichten könnten. Dieses Fundament besteht jedoch glücklicherweise nur aus Samtkörnern, die zusammengetragen worden sind. Freude müssten auch die alten Hitler-Anhänger empfinden. Jetzt weiß man es. Es lag kein Mordbefehl des Führers vor. Wie King John können sie sagen, es ist der Fluch der Könige, von Sklaven umgeben zu sein. Sie nahmen eine Laune, einen fernen Wink für einen Befehl und vollführten diensteifrig die blutige Tat. Richter Musmano und der Psychologe Gilbert bestätigen es. Nicht Göring und die großen Paladine waren die Schuldigen, alle wiesen auf Adolf Eichmann hin. Der Judenhelfer Himmler brauchte sich nicht das Leben zu nehmen und Bormann könnte aus seinem Versteck herauskommen. Es ist alles geklärt, der große Schuldige ist gefunden. Dies wäre das seltsame Ergebnis dieses Prozesses. Doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Eine große Zahl von Zeugen hat ihr Schicksal und das ihrer Familienangehörigen geschildert, sowie den Weg ihrer Leidensgenossen. Ich habe diese Zeugen im Kreuzverhör nicht befragt. Es wäre möglich gewesen, Widersprüche und Unmöglichkeiten aufzuweisen. Aber im Großen gesehen war der geschilderte Sachverhalt unantastbar. Und das Leid war mir zu heilig, um diese Zeugen kleinlich anzugreifen. Die deutschen Zeugen der Anklage. Es sind Aussagen, die aus dem Schutthaufen des Dritten Reichs herausgesucht worden sind. So sind sie nicht ganz sauber. Die Zeugen hatten alle bei ihrer Aussage ihre eigenen Sorgen. Sie saßen in Haft.
Hier ging es nicht um die Wahrheit, sondern darum, nach Möglichkeit zu retten, was zu retten ist. Es kommt nicht auf die Wahrheit an, man darf sich nicht verblüffen lassen. Das war die Parole. Politische Verfahren waren es, in denen die Beteiligten sich ihrer verschworenen Gemeinschaft erinnerten. Das wusste wohl jeder in Nürnberg. Der Zeuge Grell und der Zeuge von Tadden haben die damaligen Verhältnisse jetzt bestätigt. Aber da sind die Zeugen Höss und Wislizeni. Die Angaben von Höss sind dadurch charakterisiert, dass er sich völlig unterworfen hat. Er schreibt bereits im Sprachgebrauch seiner Ankläger und bezeichnet die Arbeitshäftlinge als Sklavenarbeiter, was er sicher früher streng abgelehnt hätte. Er schwimmt nicht gegen den Strom und seine Aussage scheint dem angepasst, was man jetzt von ihm erwartet. Seine Beteiligung kann er nicht bestreiten. Aber er kommt aus dem Nürnberger Gefängnis und weiß, was er zu tun hat. Was kann er selbst für sich bestreiten? Aber es ist gut, wenn man von seiner Schuld moralisch doch wenigstens etwas abschieben kann. Der Angeklagte soll Höss die ersten Weisungen über die Vernichtungsmethoden mitgeteilt haben. Der Zeuge war aber bereits bei der Arbeit und benötigte keine solchen Weisungen durch den Angeklagten. Brack und Buhler waren es, die das Gaskommando zur Tötung der Geisteskranken zu ihm zur Verfügung stellten. Die Angaben von Höss über die Beteiligung des Angeklagten finden in keinem Dokument eine Bestätigung. Das ist auffallend, wo sonst alles dort seine Spur hinterlassen hat. Wie steht es mit den Beweismitteln der Verteidigung? Der Angeklagte konnte keine eigenen Entlastungsdokumente herbeischaffen. Ihm standen nicht die Archive der Welt und die Machtmittel der Regierung zur Seite. Sachverständige, die hätten unterstützen können, schenken der Verteidigung kein Gehör. Die täglichen Pressefanfaren und die Posaunen der Publikationen hatten sie scheu gemacht. Sie hielten sich die Ohren zu. Dieser Lärmfeldzug der Presse gegen den Angeklagten war ein Contempt of Court größten Ausmaßes. Die Verteidigung hat es schwer, hiergegen aufzukommen. Die Vernehmung der Zeugen durch den ersuchten Richter war kein vollwertiger Ersatz für die Vernehmung vor dem Gericht selbst. Der ersuchte Richter konnte den Stoff des Monsterprozesses nicht beherrschen. Gleichwohl sollte er die Vernehmung leiten. Bezeichnend ist hier die Vernehmung des Zeugen Höttl. Er wird 3 Tage vernommen. Dies geschieht in Abwesenheit von Verteidigung und Anklage. Der Richter schreibt dann, er habe sich bemüht, zu helfen, die Morde aufzuklären. Gerade das war aber nicht seine Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe des Gerichts. Der ersuchte Richter hatte die Aussage des Zeugen aufzunehmen, sonst nichts. Der ersuchte Richter hat somit nicht den nötigen Abstand gehalten und erscheint befangen. Die Aussagen dieser Zeugen stehen für sich allein und ohne Unterstützung. Soweit die Aussagen aber auf Urkunden gestützt werden können, kann man annehmen, dass die Zeugen ihre Aussage gemacht haben, nachdem ihnen der Inhalt dieser Urkunden vorgehalten war. Sie haben ihre Aussagen den Urkunden vermutlich angeglichen. Der Bericht von Dr. Kastner kann nicht als Bekräftigung der Aussagen von Höss, Wislizeni und Brandt angesehen werden. Tatsache ist, dass dieser Bericht nur das Spiegelbild dieser Aussagen ist und erst nachträglich nach Rücksprache mit anderen Beteiligten abgefasst wurde. Der Bericht hätte andere Bedeutung, wenn es sich um Tagebuchaufzeichnungen handeln würde, die zur Zeit der Geschehnisse tatsächlich gemacht worden wären. Es hätte sich auch ergeben, dass Höttl, die von dem Angeklagten beim Zusammenbruch des Deutschen Reichs vor Kameraden getane Äußerung für sich als Alibi verwandt hat. Der Zeuge Höttl gibt mit Stolz zu, ein politischer Grenzgänger gewesen zu sein. Die Äußerungen eines solchen Mannes finden in der Welt im Allgemeinen wenig Glauben.
dann werden Rechtfertigungsbücher geschrieben, aber auch das nutzt nichts. Das Gericht sollte die Aussage Höttels zurückweisen. Es wäre eine merkliche Entlastung für den Angeklagten gewesen, wenn die übrigen Zeugen vor dem Gericht selbst vernommen worden wären. Auge in Auge mit dem Angeklagten hätten sie manche Aussage zurücknehmen müssen. So hätte Wesenmeier sich wohl erinnert, dass er die Judenmaßnahmen plangemäß in Gang setzte. Er hätte zugeben müssen, dass er am 18.03.1944 mit Kaltenbrunner und Höttl zusammen von Salzburg nach Budapest fuhr und den Judenauftrag kannte. Er war nicht einfach in den Zug gesetzt worden, um dem Angeklagten in Ungarn ausgeliefert zu werden. Die gleichen Verhältnisse treffen für das Kreuzverhör der deutschen Zeugen der Anklage zu. Statt aller Ausführungen wird auf die Vernehmung des Zeugen Becher hingewiesen. Ihm übergibt der ersuchte Richter einige Tage vor der Vernehmung die Liste mit den Kreuzverhörfragen der Verteidigung zur Vorbereitung seiner Aussage. Ein seltener Fall. Aufgrund dieses prozessualen Mangels sollte die Aussage des Zeugen Becher vom Gericht nicht beachtet werden. Die Unglaubwürdigkeit dieses Zeugen ergibt sich auch daraus, dass er schon früher bestrebt war, seine Aussagen mit anderen abzustimmen. Ich verweise auf die ausführliche Rücksprache, die zwischen dem Zeugen Becher und Dr. Kastner im Gefängnis ermöglicht wurde. Dazu kommt der Umstand, dass der Zeuge Becher mit dem Zeugen Brand, dem Ingenieur Biss, noch nach Prozessbeginn in Verbindung gestanden hat. Insbesondere belastet den Zeugen, dass er unter Eid bestritten hat, als Dolmetscher bei Vernehmungen in Gefangenenlagern tätig gewesen zu sein. Gerade dies steht jedoch durch seine eigene frühere Aussage fest. Die eigene Stellungnahme des Angeklagten als Zeuge. Der Ankläger sagt, diese Aussagen sind lauter Lügen. Nur wenn dem Angeklagten Dokumente vorgehalten wurden und er in die Enge getrieben war, hat er etwas zugegeben. Ich glaube, das trifft nicht ganz zu. Der Angeklagte hat vom ersten Tage seiner polizeilichen Vernehmung an bereitwilligst jede Auskunft gegeben, die ihm möglich war. Wer kann sich nach 16 Jahren und mehr jedes einzelnen Geschäftsvorgangs erinnern? Dazu bedarf man der Unterlagen. Dem wurde entgegengehalten, dass der Angeklagte sich aber sonst vieler Kleinigkeiten erinnere und dass er sich an die Geschäftsvorgänge nur nicht erinnern wolle. Diese Vorhaltungen sind nicht berechtigt. Wir erinnern uns alle mancher Kleinigkeiten des Lebens, die sehr lange zurückliegen, aber nicht aller beruflichen Vorgänge. Der Angeklagte ist erst durch die Vorlage der Schriftstücke und durch die Lektüre der Bücher von Reitinger, Poljakow und Kempner bei manchen Dingen wieder auf den Sachverhalt gekommen, der ihm längst entfallen war. Der Angeklagte hat versucht, Zusammenhänge zu klären und hat die bestehenden Möglichkeiten geprüft. Wenn seine Erwägungen nicht haltbar waren oder unlogisch erschienen, hat er sie selbst verworfen. Aus solcher Mitarbeit kann man aber jetzt keinen Schluss gegen den Angeklagten ziehen. Es ist unrichtig, dass der Angeklagte sich um Antworten gedrückt habe. Der Angeklagte hat gerade das, was ihn menschlich am meisten belasten musste, zu Anfang seiner Vernehmung bei der Polizei aus freien Stücken in allen Einzelheiten mitgeteilt. Er hat über seine Reisen zu den Vernichtungsstätten berichtet, wo er mit dem Grauen in Berührung kam. Niemand hätte ihm diese Vorkommnisse nachweisen können. Diese Offenheit gibt dem Angeklagten ein Recht darauf, dass man ihm auch in weniger bedeutenden Dingen Glauben schenkt. Man kann das Leben des Angeklagten nicht durch ein juristisches Schlüsselloch betrachten. Ein weiteres ist zu beachten. Der Angeklagte hat nicht nach Rettungsmöglichkeiten gesucht, die sich ihm boten. Es wäre für ihn leicht gewesen, sich der Aussage des Zeugen Dr. Merten zu bedienen, wonach er diesem geholfen habe, 20.000 Juden aus Saloniki zu retten.
Der Angeklagte beschreitet auch nicht die goldene Brücke, die der Zeugerademacher vom Auswärtigen Amt ihm zu dem Vermerk Eichmann schlicht erschießen vorgeschlagen hatte. Der Angeklagte zog es vor, eine schwer verständliche Erklärung für den Vorgang zu geben. Seine Darstellung fand dann aber eine Bekräftigung aus den Entscheidungsgründen des Nürnberger Urteils im Fall 11 gegen Wesenmeier. Rademacher ist danach selbst zur Regelung der Erschießungen nach Serbien gefahren. Die Ansicht der Anklage, dieser Legationsrat des Auswärtigen Amts habe dies auf Veranlassung des Angeklagten getan, ist wohl kaum haltbar. Schließlich kann es nicht ohne Eindruck bleiben, dass der Angeklagte in dem langen und scharfen Kreuzverhör durch den Herrn Generalstaatsanwalt zu allen Fragen sicher und ruhig Stellung genommen hat. Wer ein Lügengewebe zu verteidigen hat, der kann das nicht. Aber die Sassen-Memoiren, es stimmt, sie scheinen für den Angeklagten vernichtend. Aber der Inhalt entspricht nicht den Gegebenheiten. Provokation unter Alkohol und Ausschmückung nach dem Geschmack des Lesers. Nicht die Wahrheit, sondern interessant sein. Das war die Tendenz des Publizisten. Erstaunlich ist, dass die Anklage den Zeugen Sassen nicht selbst als bestes Beweismittel gegen den Einwand des Angeklagten gebracht hat. Ein Kreuzverhör dieses Zeugen durch die Verteidigung sollte offenbar vermieden werden. So hat die Angeklagte es vorgezogen, für den Inhalt ihrer Behauptungen im Kernpunkt den Beweis schuldig zu bleiben. Verdächtigungen allein reichen aber vor Gericht nicht aus. Der Sinn und Zweck dieses Prozesses soll nicht sein, Rache zu nehmen an dem Angeklagten für Taten der politischen Führung. Die Verurteilung des Angeklagten kann auch keine Sühne sein für die Gräuel, die geschehen sind. Der Sinn des Verfahrens kann nur darin bestehen, das Geschehene durch gerichtliche Prüfung festzustellen. Feststellung als ein Mahnmal der Geschichte. Der Gedanke der Verjährung hat in der Überlieferung des israelischen Volkes früh seinen Ausdruck gefunden in dem heiligen Jahr. Es ist eine religiöse Erkenntnis, dass die Zeit begnadigend wirkt und wirken muss. Die Verjährung bringt den Segen des Friedens. Nicht verzeihen und vergessen ist es, was verlangt wird, sondern ein Besinnen, ein Stillestehen. Die Zeit muss auch den Frieden bringen, damit die Wunden heilen können. Man muss fort von dem totalen Staat, von dem totalen Streit der maßlosen Kollektive. Man muss zurückkehren zum Maßhalten, zur Selbstbeherrschung, zur Humanitas. Es sollte ein Urteil ergehen, das über den Fall Eichmann hinauswirkt. Ein salomonisches Urteil, das der Welt die Weisheit des jüdischen Volkes zeigt. Durch Anerkennung der in Argentinien eingetretenen Verjährung würde der Makel ausgeglichen, der durch die Entführung entstanden ist. Auch dies dient dem Frieden. Ich beantrage, das Verfahren gegen den Angeklagten einzustellen und den Angeklagten außer Verfolgung zu setzen. Das Verfahren wird zur Urteilsverkündung vertagt. Und wie es jetzt aussieht, wird das Urteil jedenfalls nicht vor dem Monat November dieses Jahres zur Verkündung gelangen. Die Parteien werden 14 Tage vorher Mitteilung über den Tag der Urteilsverkündung erhalten.
Wir sprechen den Angeklagten aufgrund des ersten Anklagepunkts eines Verbrechen gegen das jüdische Volk strafbar gemäß § 1a1 des Gesetzes zur Bestrafung der Nazis und ihrer Helfer 1950 schuldig, indem er in dem Zeitraum von August 1941 bis Mai 1945 in Deutschland, in den Achsenländern, in den von Deutschland und den Achsenländern besetzten Gebieten und in Gebieten, die der deutschen Herrschaft oder der Herrschaft der Achsenstaaten unterstanden, zusammen mit anderen die Tötung von Millionen von Juden zum Zweck der Durchführung des sogenannten Plans der Endlösung der Judenfrage verursacht hat, und zwar in der Absicht, das jüdische Volk zu vernichten. Wir sprechen den Angeklagten frei von der Anklage des Verbrechens gegen das jüdische Volk, wegen der in diesem Anklagepunkt ihm in dem Zeitabschnitt bis August 1941 zur Last gelegten Handlungen. Die strafbaren Handlungen des Angeklagten bis zu jenem Zeitpunkt, siehe Abschnitte 185, 186, sind in der Schuldigsprechung wegen Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund des Anklagepunktes 5 wie nachstehend aufgeführt enthalten. Zweitens, wir sprechen den Angeklagten aufgrund des zweiten Anklagepunkts eines Verbrechens gegen das jüdische Volk strafbar gemäß § 1a1 des genannten Gesetzes schuldig, indem er in dem Zeitraum von August 1941 bis Mai 1945 in dem in obigen Absatz 1 genannten Staaten und Gebieten zusammen mit anderen für 5 Millionen von Juden solche Lebensverhältnisse herbeigeführt hat, die dazu angetan waren, ihre physische Vernichtung zu verursachen. All dies zum Zweck der Durchführung des sogenannten Plans der Endlösung der Judenfrage, und zwar in der Absicht, das jüdische Volk zu vernichten. Wir sprechen den Angeklagten frei von der Anklage des Verbrechens gegen das jüdische Volk, wegen der ihm in diesem Anklagepunkt im Zeitabschnitt bis August 41 vorgeworfenen strafbaren Handlungen. Wir sprechen den Angeklagten aufgrund des dritten Anklagepunktes eines Verbrechens gegen das jüdische Volk strafbar gemäß § 1a1 des genannten Gesetzes schuldig, indem er im Zeitraum von August 41 bis Mai 45 in den oben im Absatz 1 aufgeführten Gebieten zusammen mit anderen Millionen Juden schweren körperlichen und seelischen Schaden zugefügt hat, in der Absicht, das jüdische Volk zu vernichten. Wir sprechen den Angeklagten frei von der Schuld des Verbrechens gegen das jüdische Volk, wegen der ihm in diesem Anklagepunkt im Zeitraum bis August 41 zur Last gelegten Handlung. Viertens, wir sprechen den Angeklagten aufgrund des vierten Anklagepunkts eines Verbrechens gegen das jüdische Volk strafbar gemäß § 1a des genannten Gesetzes schuldig, indem er in den Jahren 1943-44 Maßregeln anordnete, die darauf abzielten, Geburten bei Juden zu verhindern, indem er Geburtenverbot und Schwangerschaftsunterbrechung bei jüdischen Frauen im Ghetto Theresienstadt anordnete, in der Absicht, das jüdische Volk zu vernichten. Wir sprechen den Angeklagten frei von der Begehung der anderen im vierten Punkt der Anklageschrift aufgeführten Handlung. Wir sprechen den Angeklagten aufgrund des fünften Anklagepunktes eines Verbrechens gegen die Menschheit strafbar gemäß § 1a2 des genannten Gesetzes schuldig, indem er in dem Zeitraum von August 41 bis Mai 45 in den in Punkt 1 aufgeführten Staaten und Gebieten zusammen mit anderen die Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Aushungerung und Deportation der jüdischen Zivilbevölkerung in jenen Staaten und Gebieten verursachte. In voller Erkenntnis und unter Vorsatz wählte er den Weg eines blutrünstigen, alles zerstampfenden Rauftiers. Und er ist heute nicht berechtigt, von der menschlichen Gesellschaft zu fordern, dass sie Stellung ihm gegenüber nehme, aufgrund der üblichen Bräuche und Gepflogenheiten, wie dieses zwischen dem Menschen und seinen Mitmenschen bestehen. Er ist als Mensch geboren, aber er lebte wie ein Tiger im Dschungel. Er tat mit an Gräueltaten. Jeder Mann, der an solchen Taten teilgenommen hat, hat durch das Ebenbild Gottes aus seinem Antlitz gerissen. Denn es gibt Taten, die außerhalb des menschlichen Bereichs stehen, die außerhalb dieser Scheidewand gelegen sind. Diese Scheidewand, die zwischen Mensch und Tier unterscheidet. Adolf Eichmann hat diese Scheidewand übertreten.
Dementsprechend hat ihn die menschliche Gesellschaft zu verurteilen als ein Wesen, das sich in vollster Erkenntnis der Tatsachen vom gesellschaftlichen Rahmen ausgeschlossen hatte, jedwege Hemmung der Moral abgeworfen und den gemeinsten Instinkten, vor denen sich jeder Kulturmensch mit einem Schutzwall von Verboten und moralischen Nein umgeben hatte, die Zügel schießen ließ. Jeder Mann, der jenseits dieses Walles verbleibt, ist ein Mensch, selbst wenn er Verbrechen und Vergehen auf dem Gewissen hat. Derjenige aber, der diese Walle hohn kündet und durch sie ins Niemandsland bricht, in dieses Niemandsland, wo es weder Hemmung noch Rückhalt noch moralischen Grund gibt, und a fortiori jedermann, der diesem Vorhaben mit Freude entgegenspringt, hat jeden gemeinschaftlichen Nenner mit dem Kulturmensch verloren. Selbst ein Mörder, jemand, der ein Lebewesen schlägt, ist noch immer und bleibt noch immer Mensch, sogar wenn seine Sünde gegen den Frieden der Gesellschaft schwer war. Trotz dieses Stigmas seines Verbrechens bleibt er noch immer im Bereich des Menschlichen. Viele glauben daran, dass schwerwiegende Gründe für die Aufhebung der Todesstrafe wegen Mords sprechen. Und der Staat Israel hat auch dementsprechend gehandelt. Aber jemand, der gegen die Menschheit gesündigt hat, jemand, der nicht nur den Frieden der Gesellschaft verletzt hat, sondern das Fortbestehen der Gesellschaft als solches schwer betroffen hat, jemand, der tatsächlich leugnet, dass jeder Mensch bestimmte Pflichten gegenüber seinen Mitmenschen hat, der vom Glauben durchdrungen ist, dass es ihm gestattet sei, ein Volk auszurotten und dieses aus kühlem und berechneten Hass gegen das Volk qua Volk begeht, derjenige schließt sich aus der Menschheit aus. Solch ein Geschöpf hat durch seine Handlangungen das Recht, unter Menschen zu sein, verwirkt. Und es ist das Gebot der menschlichen Gesellschaft, solch ein Geschöpf auszuschließen. Und wenn auch nur zum Zwecke, um sich selbst vor solchen Verbrechen zu schützen. Ich möchte es von diesem Podium ganz klar sagen. Eichmanns Taten können nicht gesäubert werden und er muss das strengste Strafmaß erleiden. Herr Präsident, meine Herren Richter. Sie haben den Angeklagten in allen Punkten für schuldig befunden. Wegen des Verbrechens gegen das jüdische Volk, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, des Kriegsverbrechens und der Verbrechen der Mitgliedschaft zu feindlichen Organisationen. Der Herr Generalstaatsanwalt hat die Todesstrafe beantragt. Es ist die Strafe, die das Gesetz zur Bestrafung von Nazi- und Nazi-Helfern für den Täter vorsieht. Es ist aber keine absolute Strafe, die nicht gemindert werden könnte. Die Ausführungen des Herrn Generalstaatsanwalts über die Todesstrafe als absolute Strafe zeigen meines Erachtens eine Unklarheit, die hier nach israelischem Recht besteht. Der Angeklagte hat hier nichts zur Milderung unternommen. Er konnte aber auch nichts unternehmen. Er konnte als Einzelner die Befehlsmaschine nicht anhalten. Weder Gehorsamsverweigerung noch Selbstmord würden am Gang der Ereignisse etwas geändert haben. Man muss aber festhalten, dass der Angeklagte nicht nach seiner eigenen Einsicht handelte, sondern nach einem fremden Willen, dem er unterworfen war, dem Willen der politischen Führung. Es ging um die Befehle des Staates, nicht um die eines einzelnen individuellen Vorgesetzten, der seine Befehle überschritt. In dieser Unterwerfung unterscheidet sich der Angeklagte in nichts von seiner damaligen Umwelt. Man muss den Angeklagten sehen, eingefügt in die vorhandene Gruppenordnung. Er ist der Dynamik dieser Gruppe unterworfen.
Die eigenen Gefühlsmomente werden ausgeschaltet zugunsten der gleichgeschalteten Meinung. Trotzdem hat der Angeklagte sich innerlich zur Wehr gesetzt, als er die Gräuel sah. Wer hätte dies nicht getan? Das Geheimnis dieser Unterwerfung war das amtliche Einhämmern eines Geschichtsbildes, wonach die politische Führung die Vollstreckerin der geschichtlichen Notwendigkeit sei und wonach das Tun des Führers von der Vorsehung bestimmt und geheiligt sei. Die Geschichte wird nicht mit Glacé-Handschuhen gemacht, hieß es, und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Hierdurch wurde der Einzelne entmündigt und sein Wollen zum bedeutungslosen Nichts gemacht. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass der Angeklagte sich selbst als treibende Kraft angesehen hätte, als Vollstrecker einer historischen Notwendigkeit. Der Angeklagte kann nicht als Ersatz für die Schuld der menschlichen Verbände herhalten und nicht für die Schuld der Epoche. Man kann sich nicht über die Ergebnisse der modernen Gruppenpsychologie hinwegsetzen, durch die allein das Verhalten des Einzelnen verstanden werden kann. Aus dem Geflecht der Zusammenhänge muss man die Lehre ziehen, was dem Angeklagten geschehen ist, kann in Zukunft jedem geschehen. Niemand ist gefeit. Es wird umgemodelt. Die Tüchtigen braucht man. Man lockt sie und gewinnt sie. Und gerade sie werden schuldig. Was dem deutschen Volke geschehen ist, das kann sich in jedem Volk ereignen. Die ganze Kulturwelt steht vor diesem Problem. Die Erkenntnis dieser Wahrheit sollte heilen und sollte lehren, neuem Unheil vorzubeugen. Es ist eine Krise der Verantwortlichen, der Befehlsgeber. Es ist keine Krise der Untergebenen. Das Volk zittert vor totalen Maßnahmen und möchte sie verhindern. Es will die Koexistenz der Menschen. Ich bitte das Gericht, dies bei der Urteilsfällung zu berücksichtigen. Ich habe den schweren Schuldspruch des Gerichtes gehört. In meiner Hoffnung auf Gerechtigkeit sehe ich mich enttäuscht. Den Schuldspruch kann ich nicht anerkennen. Ich habe Verständnis, dass man Sühne für die Verbrechen fordert, die an den Juden begangen worden sind. Die Aussagen der Zeugen hier im Gericht ließen mich wieder erstarren, so wie ich erstarrt war, als ich mir die Gräuel einmal befehlsgemäß ansehen musste. Ich hatte das Unglück, in diese Gräuel verwickelt zu werden. Aber diese Untaten geschahen nicht mit meinem Willen. Mein Wille war nicht, Menschen umzubringen. Der Massenmord ist allein die Schuld der politischen Führer. Ich habe versucht, von meinem Amt fortzukommen. Fort zur Front, zum ehrlichen Kampf. Aber ich wurde festgehalten bei den dunklen Aufgaben. Ich betone auch jetzt wieder, meine Schuld ist mein Gehorsam, meine Unterwerfung unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung, unter Fahneneid und Diensteid. Dazu galt ab Kriegsbeginn das Kriegsgesetz. Ich sagte schon, die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer. Dies kann nicht außer Acht gelassen werden. Ich bin von den Richtern gefragt worden, ob ich ein Schuldbekenntnis ablegen wollte, wie dies der Kommandant von Auschwitz, Höss, und der Generalgouverneur von Polen, Frank, getan hat. Diese beiden hatten alle Veranlassung zu einem solchen Schuldbekenntnis. Frank als Befehlsgeber bekannte sich für die von ihm gegebenen Befehle schuldig und scheute sich, auf Untergebene abzuschieben. Höss war derjenige, der die Massentötungen tatsächlich durchgeführt hat.
Meine Lage ist eine andere. Die Befugnis und Verantwortung eines Befehlsgebers habe ich nie gehabt. Tötungen wie Höss habe ich nie vorgenommen. Hätte ich den Befehl zur Ausführung dieser Tötungen erhalten, so hätte ich mich nicht unter falschem Vorwand gedrückt. Ich habe bereits bei meinem Verhör erklärt, da es angesichts des Befehlszwangs keinen Ausweg gab, hätte ich mir eine Kugel in den Kopf geschossen, um so den Konflikt zwischen Gewissen und Pflicht zu lösen. Das Gericht meint, dass meine jetzige Einstellung durch die Prozesslage bedingt und erlogen sei. Es ist eine Zusammenstellung von Punkten erfolgt, die dies zu bekräftigen scheinen. Die vorliegenden Widersprüche waren aber dadurch bedingt, dass ich mich bei Beginn der polizeilichen Vernehmungen naturgemäß nicht genau an Einzelheiten erinnern konnte. Es war zu viel, was ich in den letzten Jahren erlebt hatte. Ich sperrte mich nicht. Dies zeigt das polizeiliche Protokoll über 3500 Seiten. Meine Angaben waren der erste ungehemmte Versuch der Mithilfe zur Aufklärung. Hier sind Fehler vorgekommen, aber ich musste sie berichtigen dürfen. Solche Fehler kann man mir nach einem Zeitablauf von 16 bis 20 Jahren nicht zum Vorwurf machen und meine Bereitwilligkeit der Mithilfe nicht als List und Lüge hinstellen. Meine Lebensnorm, die man mich früh schon lehrte, war das Wollen und Streben zur Verwirklichung ethischer Werte. Von einem bestimmten Augenblick an wurde ich jedoch von Staats wegen daran gehindert, nach dieser Forderung zu leben. Aus der Einheit der Ethik musste ich in eine der Vielheiten der Moral umsteigen. Ich hatte mich der staatlicherseits vorgeschriebenen Umwertung der Werte zu beugen gehabt. Meine selbsterkennende Prüfung habe ich in Bezirken durchzuführen, die ausschließlich mein inneres Ich berühren. Ich habe bei dieser prüfenden Betrachtung meine von mir im juristischen Sinne empfundene Schuldlosigkeit außer Acht zu lassen. Und ich würde jetzt das jüdische Volk von mir aus um Verzeihung bitten und bekennen, dass mich Scham überfällt beim Bedenken des Unrechtes, welches den Juden geschah, und der Taten, welche an ihnen verübt wurden. Aber angesichts der Urteilsgründe würde mir dies wohl nur als Heuchelei ausgelegt werden.